lieber Herwig Breetz, wir haben uns verabredet, wir haben ein Date zur Zauberflöte. Wir gehen miteinander in die Oper. Wir gehen aber nicht zu zweit, wir nehmen andere mit, wie das so ist. Oben ist ein Bühnenstück und wir sitzen unten und wir werden uns das anschauen und werden gleichzeitig darüber reden. Wir hatten schon einmal uns verabredet, da ist der Poltergeist dazwischen gekommen. In Rostock ist das Internet abgekackt und wir konnten es nicht machen. Jetzt haben wir es heute gemacht. Also ich freue mich, Herwig, schön, dass du da bist. Hallo aus Rostock. Und wir haben ja die Mozart-Woche in diesen Tagen. Da passt das also bestens. Mozart hatte ja Geburtstag gehabt, hier zusammen mit Kaiser Wilhelm oder so, am 27. Und das können wir ja schon mal feiern mit diesen Gesprächen. Genau, das ist der Einstieg. Das ist ein super Einstieg, weil ich meine, Mozart war Wassermann. Wir treten ins Wassermann-Zeitalter ein. Ich weiß, manche sind da nicht der Meinung, wie zum Beispiel der Burkhardt, Axel Burkhardt meint, wir sind noch lange im Fische-Zeitalter. Das meine ich nicht. Andere Astrologen sagen mit Pluto in den Eintritt in den Wassermann, was spätestens im März dann passiert, also jetzt Übergang von Februar zu März, sind wir im Wassermann-Zeitalter. Und auf jeden Fall, die Wassermänner sind ja ihrer Zeit weit voraus. Mozart war, nehme ich an, seiner Zeit weit voraus. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich behaupte das jetzt einfach toll dreist. Ob wir unserer Zeit weit voraus sind, das werden wir dann noch sehen, aber darum geht es gar nicht, das ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es ein origineller und originärer Geist, der Wassermanngeist. Ich denke, die Musik von Mozart war auf jeden Fall originär und originell. Wir werden aber natürlich, indem wir auf die Zauberflöte eingehen, logischerweise auch auf den Schikaneder eingehen, weil der hat ja das Libretto geschrieben. Und Herwig, du hast ein Buch geschrieben, das ist, glaube ich, noch nicht öffentlich, oder? Erzähl uns mal deinen Zugang zu der ganzen Thematik. Dann erzähle ich noch was über meinen Zugang. Ich will ja hören, was du eigentlich zu Mozart meinst und wie dein Verhältnis zu ihm ist. Willst du das zuerst hören? Okay, ich oute mich jetzt zuerst. Also, ich bin natürlich mit Mozart aufgewachsen. Also, ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, in einer Musikerfamilie. Bei uns lief tatsächlich nicht wie im Kaufhaus, so in Richtung Gedöns, ne, wie es heute ist. Aber es lief bei uns, das ist falsch. Die Musik war allgegenwärtig. Ob mein Vater geübt hat, ob er ein Konzert gegeben hat, ob wir mit ihm und in Konzerten waren, dann damals in dieser Lehrerloge im Mozarteum, im großen Saal, der wunderschön ist, wo wir als Kinder aufgedröselt, wie bei der Trapp-Familie, saßen wir immer da oben und haben jedes Konzert mit angehört. Das war für uns also ganz gang und gäbe, wie man heute halt ins Kino geht oder keine Ahnung. Und bei uns gab es auch Konzertabende hier. Quartettabende, also wo auch bei uns zu Hause, genau, wo mein Vater mitgespielt hat als Geiger, also er war Geiger. Und das heißt also, die Musik von Mozart, auch Schallplatte hatten wir natürlich, also die war mir allgegenwärtig, die ist mir wirklich quasi fast mit der Muttermilch. Also meine Mutter war sehr, als Belgierin, sehr Kunst, sehr nah an der Kunst, also die hat das geliebt, ne? Und hatte auch dafür einen Geist. So. Und dann kam noch dazu, wenn ich das auch noch kurz erzählen darf, weil das ist sehr, sehr eigenartig. Als ich mit 15 nach Paris kam, habe ich einen kennengelernt, einen Franzosen, der hieß Philippe Autexier. Ich habe ihn nur Philippetto genannt. Ich habe ihn heute gegoogelt und habe ihn tatsächlich wiedergefunden. Er hat damals ein Buch geschrieben über die Mozart, über die Zauberflöte, und es hieß La vérité fut-elle un crime? Also die Wahrheit und sei sie auch ein Verbrechen, da ging es um den vermeintlichen, oder wie er gemeint hat, den Mord an Mozart und aus Freimaurergründen. Und das habe ich damals mit ihm sozusagen serviert bekommen, dann aus den Augen verloren. Und als du jetzt gesagt hast, lass uns was über die Zauberflöte machen, habe ich ihn gegoogelt. Das hat sich herausgestellt, er ist ein berühmter Musikphilosoph geworden, der als hauptsächlich mit seinem Hauptwerk Mozart und die Zauberflöte, findet man aber nur auf Französisch und so weiter. Und er hat sich 2019 das Leben genommen. Habe ich nur gegoogelt, oder natürlich, man weiß nie. Ne? Man weiß nie, wie auch immer. Genau. Also, und da schließt sich ja der Kreis zu Mozart, weil er hat ja in seinem Werk, ne, die Wahrheit und sei sie ein Verbrechen, hauptsächlich aufgezeigt, dass, also er hat natürlich das musiktheoretisch das ganze Geheimnis aufgedröselt. Aber er hat eben auch gesagt, von wegen, dass Mozart ermordet wurde. Und jetzt, und es heißt ja, okay, woran er gestorben ist, ist offen. Und so ähnlich ist das bei Philippe Autexier. Das heißt also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn etwas mit mir zu tun hat, dann kommt es zu mir. Also gerade die Zauberflöte ist die Oper, die ich am öftesten gesehen habe. Also ich habe sie rauf und runter in allen Variationen. Meine Schwester hat mit 16 in einem Contest, in einem Singwettbewerb in Paris, hat sie die Königin der Nacht gesungen. Mit 16 ist völlig unvorstellbar, aber sie hat es toll gesungen, aber trotzdem, es ist absurd. Aber ich bin von daher mit dieser Musik wirklich, die ist mir
wirklich sowas von eingegeben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Dein Zugang, ist das jetzt richtig? Geht, wenn du das, wenn ich, du hast gesagt, es geht weniger über die Musik als über, ja, erzähl du, ich will es gar nicht interpretieren, sag du mir, wie dein Zugang jetzt ist. Also mein Zugang ist ganz anders. Ich habe mit Musik überhaupt nichts am Hute gehabt, meine Eltern auch nicht und ich bin völlig unmusikalisch. Und also ich singe natürlich im Garten und so, aber sonst ist mir das eigentlich alles völlig fremd. Aber ich habe ja solche Studien angestellt über die Stadt Chartres, nicht, was wir beredet haben. Mhm. Und die Bilder, also für mich war das praktisch wie in der Oper, wo Tamino dieses Bildnis sieht. Er singt dieses Bevor Bild. Bevor du in den Kontext gehst, Entschuldigung, Herwig, ich will dich jetzt überhaupt nicht bremsen. Nur wir werden, also jetzt sind wir schon bei den Symbolen, richtig? Nee. Immer noch bei meinem Zugang. Bei deinem Zugang, sorry. Weil genau, ich will jetzt noch weil ich gehe davon aus, dass ganz viele, die uns jetzt hier folgen, keinen Zugang dazu haben. Schaffen wir den Zugang, dann gehen wir erst in die Symbolik. Aber du bist noch bei deinem Zugang. Sorry, jetzt habe ich dich gestoppt. Also, ich hatte über Chartres gearbeitet, wir haben darüber gesprochen zweimal. Und dieses hier, die Zauberflöte, ist für mich wie ein Spiegelbild von Chartres. Und so bin ich überhaupt erst zur Zauberflöte gekommen, also erst vor 3 Monaten. Ah. Ich habe mit der Zauberflöte, ich kannte das natürlich aus der Schule und man hört das ja öfter. Aber ich habe, das war mir ganz egal. Erst als ich die Stadt Chartres so erschlossen hatte, ja, von der Struktur her, von der Symbolik, von den verborgenen Strukturen, bin ich auf einmal auf die Zauberflöte gestoßen worden. Und dadurch ist es mir möglich gewesen, bilde ich mir was ein, die Struktur der Zauberflöte ruckzuck zu erschließen. Okay, und da gehen wir jetzt gleich rein. Ich wollte vorher was allgemein über die Zauberflöte sagen. Willst du da auch was sagen? Also damit wir überhaupt mal, weil die meisten, viele kennen das vielleicht gar nicht. Ne? Weiß also wer das nicht kennt, der kann sich ja das Gespräch von Charles Fleischhauer anhören. Die haben da viel drüber erzählt und das müssen wir eigentlich gar nicht wiederholen. Nee, ich wollte allgemein, also dass man überhaupt mal einordnen kann. Ne? Mhm. Viele sagen, es sei ein Gemeinschaftswerk von Logenbrüdern. Also es hat mit der Freimaurerei zu tun. Mozart war bekennender Freimaurer, auch Schikaneder war bekennender Freimaurer. Allerdings gehen wir davon aus, dass wie in so vielen Bewegungen von den Templern, von den Freimaurern etc., dass es da Abspaltungen gegeben hat, jeweils in eine lichte und eine dunkle, also einen rechten und einen linken Weg, einen sinistren und einen rechten Weg. Also das gab es anscheinend bei den Templern, das gab es ja im Christentum, das gab es bei den Freimaurern. Also wir wissen auch von Tolstoi, also damals, das war beliebt, ne? Die waren alle voll in der Aufbruchsstimmung der Freimaurerei und haben damit garantiert nicht die dunkle Freimaurerei gemeint. Das heißt, auch da ist es, gehen wir mal vom Besten aus, Mozart war also im Positiven davon erfüllt. Die Freimaurerei hat damals 1791 einen ganz, ganz anderen Stellenwert gehabt. Das war während der Französischen Revolution, dass das Werk entstanden ist, mitten in der Aufklärung. Und auf der einen Seite gab es da in Wien einen absolutistischen Kaiser natürlich, aber der Josef II., der Mitregent von Maria Theresia, der hatte Gesetze zum Schutz der Freimaurerei einerseits erlassen und andererseits sie aber unter staatliche Kontrolle gestellt. Das heißt also, es war damals eine Öffnung, ne? Einerseits von Leopold II., der 1980 verstorben ist, der war Freimaurer, Esoteriker und das war genau die Zeit, wo die Zauberflöte veröffentlicht wurde. Das heißt also, Wien war damals ein Zentrum der Geheimgesellschaften, da gibt es ein berühmtes Bild, wir haben es jetzt nicht gesagt, dass wir es veröffentlichen, weil wir jetzt den Bildschirm nicht für das eine Bild teilen wollen. Wer sich das Gespräch mit Charles Fleischhauer anguckt, der kann es auch angucken. Das ist klar, nur natürlich, ich will jetzt nicht, dass jeder das an, also das ist durchaus sehenswert. Also erst Franz II., also einerseits tut er so, als würde er die Freimaurerei schützen und andererseits verbietet er die Freimaurerei 1793. Das ist also ein Double Bind, den wir dann haben. Und 1794 werden die Jakobiner in Wien verhaftet und das waren überwiegend Freimaurer. Also hier haben wir einen Double Bind. Also das ist auf jeden Fall eine Schwellenzeit, wo sich etwas verändert hat und die Zauberflöte gilt als Freimaureroper und auch als sein offenes Bekenntnis zum Freimaurertum. Da werden die Ideale der Freimaurer und der innere Aufbau einer Loge werden dort durchaus auch gezeigt. Also das wird dort aufgezeigt. Und sie zählt zu den bekanntesten Werken, also meistgespielteste Oper der Welt.
Was haben wir noch? Ja, hohes Lied der Freimaurerei, sagt man. Aber, und das ist natürlich jetzt ganz wichtig für uns, dass es ein Einweihungsweg ist. Ein esoterischer Einweihungsweg. Ich denke, das ist, wo wir jetzt einsteigen. Ne? Weil die Eingeweihten, natürlich, die Eingeweihten haben mit der Freimaurerei zu tun, aber heute können wir das wahrscheinlich auch jenseits der Freimaurerei, dass wir den Einweihungsweg nachvollziehen können. So eine sittliche Läuterung des Menschen, also und so weiter. Das sind die Themen. So, ich glaube, wir können. Oder ich könnte noch, warte mal, ich könnte noch was dazu sagen. Die Handlung, die spielt quasi in einer ägyptischen Umwelt. Also der Orient ist da mit dabei. Das war damals auch große Mode. Ne? Hier gibt es Pyramiden und Palmen. Aber darauf gehst vielleicht du ein, oder? Das muss ich jetzt gar nicht sagen. Gell? Dann bin ich jetzt einfach mal ganz still. Hahaha, ha, ha, wenn ich das sein kann. Scherz. Und du erzählst uns jetzt, wie führst uns mal da näher hinein. Einverstanden? Und ich schaue, wie ich das beisteuern kann. Einverstanden? Klar, machen wir immer so. Gut. Hast du übrigens die Vorstellung gesehen von 2022 in Salzburg? Welche ist das? 2022 war ich nicht mehr im Theater schon. Also ist das die, wo Sie das völlig entfremdet haben? Genau, habe ich gesehen. Ja, davon habe ich nur gehört. Sowas schaue ich mir nicht an. Das war gruselig. Genau. Das war eine Katastrophe für Salzburg. Ja. Ich hab die Klassiker gesehen. Simon Rattle und so weiter. Also das war doch wirklich großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ich kenne das aus dem Internet. Ich habe 12 Aufführungen, glaube ich, gesehen und mir das mal von vorne bis hinten angetan und glaube ich, verstehe das einigermaßen. Und das ist die Wahrheit, es ist ganz anders als alle anderen schreiben. Und das will ich jetzt mal versuchen aufzudröseln. Gut. Also wir hangeln uns immer am Libretto vorbei, also entlang. Nicht? Wir halten uns an den Text und nicht an irgendwelche anderen Spekulationen. Und das mein, also als ich, wie ich zur Zauberflöte kam, das war folgendermaßen, in Chartres ist ja dieses Labyrinth und es gibt eine Fortsetzung der Zauberflöte, die heißt auch das Labyrinth, den von Schikaneder, den zweiten Teil. Und ich habe mir also beides durchgelesen und jetzt stellt sich raus, dass ein Teil dieses Labyrinths, dieses Textes, von dieser Fortsetzung, gehört scheinbar eigentlich in den ersten Teil, nämlich der Gang durch das Labyrinth. Und wenn man jetzt aber den ersten Teil mal durchliest, dann ist die Frage, wo ist hier das Labyrinth? Hat scheinbar jeder bisher übersehen. Das heißt, am Ende, wo Tamino und Pamina gemeinsam durch die Schreckenspforte gehen, ganz zum Schluss, wo es auf einmal unverständlich wird, wo dann eigentlich kein Text mehr kommt. Vielleicht sagen wir nur, dass es da ja die Proben, die berühmten Proben gibt. Ne? Statt dem Labyrinth Proben. Hat man dann den Gang durch die Proben, die Prüfungen. Genau. Ne? Und da sagt Pamina Folgendes, pass mal auf. Nun komm und spiel die Flöte an, sie leite uns auf grauser Bahn. Die Frage ist jetzt, was ist eine grause Bahn? Das wird nirgendwo beschrieben. Hast du eine Vorstellung, was grause Bahnen sind? Ja, schon. Graus ist, also einerseits ist da natürlich das Grauen. Das erinnert mich an terrific. Terrific oder terrifying ist ganz ähnlich im Englischen. Das hat mit unterirdisch zu tun, mit der Erde. Grausig hat was, also erstens ist es, grau, dann ist es nicht gerade, sondern eine Kurve irgendwie. Also assoziiere ich jetzt einfach mal. Und irgendwie führt es in den Untergrund. Da ist terrifying, schrecklich. Ja, gut. Schrecklich. Daran denkt man, so gruselig, nicht? Denkt man. Aber es geht tatsächlich um diese Krümmung. Das ist nämlich eine krause Bahn. Also so wie das Labyrinth eine krause Bahn ist. Ja. Nicht? Und sie sagt also, leite uns durch die krause Bahn. Das heißt, wir gehen jetzt ins Labyrinth. Das ist dann aber gestrichen worden. Entweder hat Mozart keine Musik mehr dazu gemacht oder das wurde zu lang. Weiß ich nicht genau. Aber an diese Stelle gehört eigentlich der Teil aus dem zweiten Teil, wo sie durchs Labyrinth gehen. Da wird doch die Flöte immer gespielt und das ist dann irgendwie gestrichen worden. Und das ist die, also diese Verbindung Nummer eins nach Chartres. Nicht? In Chartres ist ja das Labyrinth dominant, wenn ich was mal so sagen darf. Und hier in der Zauberflöte taucht das auch auf.
Darf ich dich jetzt mal fragen, ist das sozusagen wie eine Art Tortenstück, was ursprünglich mal drinnen war und dann rausgeschnitten wurde? So ähnlich wie wir das ja auch von der Geschichtslüge her kennen, dass es heißt, dass da quasi ein Tortenstück, entweder es wurde ein anderes eingefügt und eines wurde rausgenommen. Also das vermutet man ja auch in Bezug auf die Geschichtslüge. Nimmst du an, dass es in der ursprünglichen Oper drinnen war? Es sollte erst drin sein, aber es wurde offensichtlich rausgenommen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Über die Gründe kann ich nur spekulieren, aber wahrscheinlich hat einfach Mozart nicht geschafft, die Musik fertig zu machen für diesen Teil. Denn es war ja alles ziemlich knapp immer. Ja, er starb ja, gut, er starb inmitten des Requiems. Das war die letzte Oper, die er gemacht hat. Ne? Das war kurz vor seinem Tod. Ja, aber es wurde ja immer erst auf den letzten Drücker fertig, wenn die da was schrieben. Ne? Genau. Genau. Und also so kam ich dann dazu und dann ergibt sich noch Folgendes. Dann gucke ich also den Text durch und da taucht als erster dieses Sarastro auf. Sarastro. Und da ist die Frage, ja, das Wort Sarastro ist ja dasselbe Wort wie Chartre. Wenn man, es gibt ja die Kunst des Anagramms, also eine der sieben Künste, die Grammatik ist ja die Anagrammkunst. Wenn man immer die Worte umstellt, dann ergeben sich neue Bedeutung. Und hier ergibt sich also aus Chartre und Sarastro genau dasselbe, nämlich in Chartre steckt Cäsar und Astra. Also der König der Sterne und Sarastro ist der Astrozar. Nicht? Also wenn du nur die beiden Wortteile umstellst, hast du statt Sarastro Astrozar, der Herr der Sterne. Also hier gibt es die nächste Korrespondenz zu Chartres. Also das heißt, also dein Zugang ist jetzt ein astrologisch-mythologisch-symbolischer, richtig? Ja, ja, und dann kommen wir auf die Mythologie. Denn der Astrozar, wir sehen ja am Himmel nur noch einfach Lichtpunkte. Aber die Mythologie bezieht sich immer auf die Sterne. Alle diese mythologischen Geschichten sind also Sternengeschichten. Da kommt auch die sternflammende Königin dann her. Die kann ja, also wenn sie sternflammend ist, dann muss sie eine Himmelsfigur sein. Nicht? Die Königin der Nacht. Ja, eine Himmelsfigur. Sag mal, hast du übrigens, nur damit ich das von wegen noch dem Zugang, hast du dich mal mit Giuliana Conforto beschäftigt, zufälligerweise? Also ich habe das gesehen, ja, das ist schon so. Weil, ich meine, da ist es ja so, dass es heißt, okay, oben das Himmelsfirmament ist ein Abbild, also das ist wie Mond, es ist eine Projektion, ein Abbild. Worum es eigentlich geht, ist unsere innere Sonne einerseits, das Herz, aber auch unser inneres Universum, also unser Geist im Inneren, also die Neuronen und die Glia und wie auch immer. Und das andere ist außen ein Abbild. Das heißt, das würde wieder dafür sprechen, zu sagen, es ist ein Einweihungsweg. Der Weg führt eigentlich nach innen, aber wir schauen noch nach, also außen haben wir eine Abbildung, die uns anweist, wie wir nach innen gehen. Kann man das so sagen? Das ist das, worüber du jetzt gerade reden willst, oder? Genau. Wir haben ja Zeus und aus Zeus seinem Kopf springt Athene. Und Zeus ist also hier ganz wichtig, denn wenn wir jetzt mal die Geschichten von Zeus uns angucken, als erstes entführt er die Königstochter Europa und zwar in Gestalt eines Stiers. Wichtig. Und dann trifft er diese Leda, verwandelt sich in einen Schwan und verführt die dann oder wird von ihr verführt oder wie auch immer. Und wenn du jetzt mal die Figuren in der Zauberflöte anguckst, du hast also Sarastro, der die Königstochter entführt hat. Und du hast also Sarastro, wenn du wieder die Buchstaben umstellst, dann kommst du auf Taurus, den Stier. Sarastro ist also Zeus als Stier und der Vogelmensch, Papageno. Papageno ist Zeus als Schwan. Das heißt, wer die Oper verstehen will, der muss verstehen, dass Papageno und Sarastro eine Person sind, also eine Gestalt, nur in verschiedener Gestalt. Nicht? Also Goethe hat das als einziger scheinbar erkannt bisher. Der hat in seiner Fortsetzung der Zauberflöte nämlich das aufgegriffen und hat dann die Eier der Leda da auftreten lassen. Vielleicht kennst du diese Fortsetzung von Goethe? Ich kenne es nicht, aber was mir, ich denke, wir können hier spoilern, weil ich meine, wer die Oper nicht kennt, also das ist jetzt kein Kinofilm, wir können spoilern. Ne? Also weil es beginnt ja, die Oper beginnt damit, dass jeder, der sie zum ersten Mal sieht,
meinen müsste, Sarastro ist der Böse, der Sinistre, der die Pamina entführt hat. Im Laufe der Oper und die Mutter, die, oh mein Gott, meine Tochter ist entführt, ne? Tod und Verzweiflung und so weiter. Ne? Also es ist großes Kino, großes Drama. Und im Laufe der Oper stellt sich heraus, dass sich das umdreht, dass die Königin der Nacht sozusagen die dunkle Macht ist und der Sarastro die Helena. Also es wird hier quasi verdreht. Also wir haben es mit einer Umdrehung einer satanischen sozusagen zu tun. Kann man das... Nee. Nee, das wird so gesagt und das sagen alle, aber das ist nicht so. Die ist nicht dunkel, die ist nur wütend. Und wenn eine Frau in Rage gerät, da sagt sie, ich bringe ihn um. Ja, das ist die Lilith, das ist die Rachegöttin, die Lilith. Aha. Aber selbst die liebste Ehefrau kann in so eine Situation geraten, wo sie sagt, ich bringe ihn um, wenn sie nur aus der Fassung gerät. Also dieses Dunkel und Böse und Gut, das halte ich für völlig den verkehrten Ansatz. Das glaube ich dir. Ja, ja, okay. Also ich will dir jetzt auch gar nicht reinreden. Ist nämlich gar nicht böse. Mhm. Man muss nämlich wissen, dass, also wenn man kriegt das nur mit, wenn man astronomisch das durchschaut. Die ganze Geschichte ist eine astronomische und ein Himmelsbild wechselt mit dem nächsten ab. Das beginnt schon mit der ersten Figur, also dem Eintritt. Da kommt Tamino angerannt und sagt, zu Hilfe, zu Hilfe. Auf der Flucht vor den Löwen war es eigentlich ursprünglich mal, gell? Ja, eigentlich, hier wird es eine Schlange. Mhm. Warum es ein Löwe war, das kommen wir nachher noch zu. Mhm. Aber die Schlange, also er kommt unter, ist also ein Himmelsbild. Am Himmel gibt es diese Hydra und vor ihr weg läuft Orion. Mhm. Und Orion ist also dieser Tamino am Himmel. Und so geht es dann weiter. Alle diese nächsten Szenen, die drei Damen und Pamina mit ihrem Dolch und was alles so passiert, das sind alles Himmelsbilder, die man, also wenn man sich ein bisschen auskennt am Himmel, dann kann man die auch erkennen. Mhm. Und in mir ist es also einfach, weil ich seit 20 Jahren nur noch lauter Himmelsbilder entschlüssele. Also ich suche ja an diesen Stadtgrundrissen nach Bildern und die sind durch diese Kirchenstellung. Also die Kirchen ergeben immer Sterne und dann Sternbilder. Und dann ergibt sich zu dem Bild in dem Grundriss der Städte immer ein Sternbild. Genau, da wolltest du drauf eingehen, auf Salzburg und Wien, gell? In Bezug, da kommen wir eher noch zu Salzburg und Wien. Okay. Das wird mal ganz spannend, ja. Vielleicht. Also, also okay. Dann haben wir also Tamino. Der kommt da rein und nun ist die Frau, warum heißt der eigentlich Tamino? Das ist ganz witzig. Tamino kommt ja rein und ist ein Mann in Not, kann man so sagen, ne? Ja. Wenn du jetzt mal den Begriff Mann in Not nimmst und das wieder als Anagramm siehst, dann bildest du Tamino mit 4 N, streichst also 3 N weg und dann kommt Tamino raus. Tamino ist der Mann in Not. Also ein Archetyp quasi. Nee, er ist einfach der Mann, der in Not ist, weil die Schlange hinter ihm her ist. Und der Name Tamino bedeutet also Mann in Not. Aber nun hat Tamino ein japanisches Jagdkleid an. Genau. Nicht, also warum hat er ein japanisches Jagdkleid an? Ich kann ja ein bisschen Japanisch, habe ich mal gelernt, in der Volkshochschule hier. Wir haben so japanische Bekannte und da musste ich ein bisschen können. Ne? Mhm. Also Tami heißt also auf Japanisch Volk und Tamino heißt des Volkes. Das ist interessant, weil es gilt ja als Volksoper. Gell? Es ist das erste Mal, dass Freimaurer, also oder überhaupt, dass sowas dem Volk nahegebracht werden sollte. Also eine genau. Das ist also in dem Namen Taminos enthalten. Dieses, also ein Mann des Volkes, ist ja, den gibt es ja als Volker, den Spielmann und so. Und dann gibt es noch Nikolaus, den Sieger aus dem Volke. Mhm. Nicht? Das ist also wie Nikolaus, der sein Haus sucht. Und du kennst ja dieses Jahr die Figur des Haus vom Nikolaus. Na, das kenne ich nicht. Haus vom Nikolaus, einfach bloß so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ein, 5, also ein Quadrat und ein Dreieck oben. Da malt man als Kind ein Haus vom Nikolaus. Ist das? Nee, habe ich noch nie gehört. Okay. Noch nie gehört? Nee, aber ich bin auch nicht aufgewachsen wie andere Kinder. Also von daher also, also ein Haus vom Nikolaus ist ein Viereck und ein Dreieck. Und in dem Viereck ist ein Kreuz. Mhm. Und das Dreieck ist das Dach praktisch auf diesem.
Und wir haben also Tamino, den Mann aus dem Volke, Nikolaus, der sucht Schutz also in seinem Haus. Und dann kommt Papageno auf die Szene. Mhm. Jetzt ist also die Frage, wer ist Papageno? Wir hatten ja gesagt, er ist Zeus, aber im Vogelgewand. Und der ist der Vogelfänger. Das ist ja klar. Ja, der Vogelfänger bin ich ja. Ja, das ist genial gemacht. Ja. Aber der Vogelfänger ist eine Figur aus der deutschen Geschichte. Der erste deutsche König, Heinrich der Erste. Ah, ja. Der war Vogelfänger. Ja, ja, ja. Aha. Stimmt, und war zwar in Quedlinburg, war ja gerade beim Vogelfang. Ist das ein Staufer? Bitte? Ist das ein Staufer? Nee, er ist ein Sachse. Ah, okay, sorry. Mhm, ja. Die ersten deutschen Könige waren ja Sachsenkönige. Okay. Ich meine, die ganze Geschichte ist auch nur eine Himmelsgeschichte. Die hat keine wahre Geschichte, ne? Aber gut erfunden. Der Vogelfänger war also Heinrich der Erste. Und Heinrich der Erste hatte eine Frau, Mathilde. Und wenn du jetzt mal den Grundriss von Quedlinburg anguckst, da ist also ein Vogel, der ist gefangen. Und in dem Vogel, die Kirchen, die stellen das Sternbild Cassiopeia dar. Mhm. Nun ist Cassiopeia ja die sternflammende Königin. Also die einzige Königin am Himmel ist Cassiopeia. Hatten wir das nicht schon in Bezug auf Chartres? Nicht meine, ja, oder? Ja. Wir kommen ja immer wieder nach Chartres. Ja, ja, genau. Mhm, okay. Chartres ist das Sternbild, wo die Supernova ausbricht, wo die dann auf einmal das Kind auf dem Schoß hat. Genau. Mhm. Und der Ehemann von Cassiopeia ist Zephyrus. Mhm. Cassiopeia und Zephyrus, das ist das himmlische Königspaar. Und Zephyrus hat die Form vom Haus vom Nikolaus. So ein spitzes Dach und dann noch ein Viereck und kann man ein Kreuz reinmalen. Und wer ist Zephyrus? Da müssen wir wieder Anagramme bilden. Zephyrus. Wir nehmen also das Fe raus, P-H-E raus, dann bleibt Zeus. Mhm. Und Fe, diese Silbe Fe, ist aus dem Hebräischen und heißt Mund. Der kriegt ja das Schloss vor dem Mund. Der darf ja nicht mehr sprechen, der Familie. Genau. Der ist ja der Plauder. Mhm, also Plaudertasche. Der Plauder-Zeus. Ja. Also Fee-Zeus, Zephyrus ist Papageno, der Vogelfänger. Zeus. Hat ja auch was vom Papagei, der wiederholt ja auch alles und plappert immer vor sich hin. Ja, dieses Paar heißt ja im Hebräischen auch Vogel. Habe ich bei diesem Dieter Mjunske gesehen auf der Seite, da schreibt er, der Vogelkäfig heißt im Hebräischen Pach. Mit P. Pach. Okay. Pach. Mhm. Nicht Papageno, der Vogelfänger. Okay. Mhm. Und wenn du jetzt mal, wer sich jetzt am Himmel auskennt, der weiß, dass Zephyrus lauter Vögel um sich hat. Mhm. Hat ja der heilige Franziskus auch übrigens. Ja, vielleicht ist der Franziskus sogar so eine Doppelrolle von Zephyrus. Kann sein, weiß ich nicht so genau. Mhm. Also wenn man jetzt sich ein bisschen am Himmel auskennt, ist es immer förderlich. Und zwar gibt es am Himmel die Milchstraße. Und die Milchstraße ist die Leimroute vom Vogelfänger, Zephyrus. Die was? Die Leimroute? Entschuldigung. Die Leimroute. Der Vogelfänger braucht eine Leimroute, um Vögel zu fangen. Ah, damit die ihnen auf den Leim gehen. Ah, übrigens, da kann ich noch nachliefern, weil das kommt ja aus der Wiener Volkskomödie, ne? Die Papa, der Vogelfänger. Und der Papageno ist ein Nachfahre der alten Hans-Wurst- und Kasperl-Tradition, ne? Aus dem Alt-Wiener Volkskomödie, ne? Der Hans-Wurst, das ist ein Papageno, nur so nebenbei. Ja, aber wir waren jetzt auf der Milchstraße, der man auf den Leim geht. Genau, und auf der Milchstraße, wenn du da guckst, da sind die ganzen Vögel. Der Schwan, der Adler und Cassiopeia. Übrigens, die Milchstraße gilt doch als das kosmische Zentrum. Gell? Das soll anscheinend die Milchstraße sein. Ich muss ja nicht immer andere Sachen mit reinbringen, die vielleicht dann mit deinen astronomischen Sachen nicht so viel, das ist nämlich aus der Astrologie jetzt. Aber gut, das galaktische Zentrum. Das Problem ist ja, die Astrologie bewegt sich ja vorrangig auf dem Tierkreis. Die Astronomie sieht aber den ganzen Himmel. Mhm. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Insofern ist die Astrologie immer nur ein Ausschnitt aus der Und das, Macht. Und das
Das Zentrum, das galaktische Zentrum, gibt es das, dass das die Milchstraße sein soll, ist das auch, oder weißt du darüber weniger Bescheid? Ja, die Milchstraße ist ja unsere Galaxis. Mhm. Die sehen wir zwar als so wie ein Baum am Himmel, oder wenn wir sie überhaupt sehen, ist ja nur noch schwer zu sehen durch dieses viele Licht, was sie haben. Ne? Mhm. Es zieht sich also wie ein Baum lang, und das ist der Baum, die tausendjährige Eiche, aus dem der Vater von Pamina die Flöte geschnitzt hat. Kannst du dir einen Sinn? Baum der Erkenntnis? Ja, das. Der Baum der Erkenntnis ist noch was anderes. Stimmt, der Lebensbaum. Entschuldigung, das darf ich nicht verwechseln. Der Baum der Erkenntnis. Die Milchstraße ist der Baum des ewigen Lebens. Genau, genau, genau. Der Lebensbaum quasi, das ist ja was anderes als der Baum der Erkenntnis. Genau, ja. Ja, genau, aus dem ist die Flöte geschnitzt. Ja, das ist so ähnlich wie das Kreuz, da ist auch das Holz aus dem Ewigen geschnitzt. Also so, dass das verewigt ist quasi im Holz. Da haben wir ja mit Dieter Mionske, habe ich über das Holz ja eine eigene Sendung gemacht. Ne? Ja, also da geht es um die Milchstraße. Jesus am Kreuz ist ja der Schwan. Mhm. Der Schwan ist auch so ein Kreuz am Himmel. Und zwar genau da, wo die Milchstraße sich teilt. Die Milchstraße ist zum Teil so ein einheitliches Band und zum Teil ein gespaltenes Band. Mhm. Und in dieser Spalte, da sitzt der Schwan und der Pfeil, das Sternbild Pfeil. Sternbild Pfeil? Das Sternbild Pfeil, ja. Ist ganz wichtig, denn das Sternbild Pfeil, das ist dieser Mistelzweig, der aus dieser Spalte wächst. Eine Mistel wächst der Parasit. Das ist der Parasit. Der Mistelzweig ist ein parasitäres Wesen, was sich am Baum... Das ist eine Symbiose. Mhm, genau, genau. Der Baum stirbt ja nicht, wenn der eine Mistel trägt, sondern aus dem Mistelzweig wird ja vieles gemacht. Da wird ja der Pfeil des Eros gemacht. Mhm. Dieser himmlische Pfeil letzten Endes, der jeden treffen kann. Und das wurde zugleich als Zauberflöte interpretiert von Schikaneder oder von wem auch immer, der das geschrieben hat. Diese Flöte wurde also aus dem Mistelzweig gemacht. Ah, okay, ich verstehe. Die Töne, die aus der Bifurkation quasi da herauskommt, aus der Mitte. Na, da wächst der Mistelzweig draus. Mhm. Übrigens, aus Mistelbeeren wird der Leim gekocht von Vogelfängern. Ah, ich verstehe. Okay. Also die Mistel spielt also eine größere Rolle, auch in der Mythologie sonst. Baldur zum Beispiel, dieser nordische Gott, wurde ja mit einem Mistelzweig erschossen. Und dieser Baldur ist also praktisch wieder das Sternbild Schwan. Also ich weiß nur, dass das von der Tradition her, dieser Hans Wurst, das gilt als eine Art natürliches Vorbild, also ein Urzustand, also was Urgesundes, was Ursprüngliches. Aber ja, das ist das Lachen der Götter. Also die Götter, die, und wir haben ja erzählt, Gott ist ein ernster Typ, der da oben sitzt. Mhm. Aber für die Griechen war ja das Göttliche zwar einerseits erhaben, aber andererseits lächerlich. Wenn Aphrodite und Hephaistos oder nee, Aphrodite und Ares werden ja im Netz gefangen und alle Götter lachen sie aus. Ja. Nicht? Und die Menschen lachen mit, weil die Götter so albern sind. Ach, und deswegen kommt ja auf die Bühne der Papageno und fängt ja an, ja, der Vogelfänger bin ich, ja. Also so, ne? Trell hat so vor sich hin, ganz im Gegensatz zu dieser geweihten Musik von den anderen, ne? Von Sarastro und Tamino und so, ne? Also er ist so richtig. Aber er ist trotzdem Sarastro. Und zwar Sarastro, im Dienst ist er natürlich ernst, er ist ja der Chef da, er muss ja den, aber wenn er nach Hause kommt, dann lässt er die Puppen tanzen. Und Papagena ist sozusagen seine Gefährtin, die ist ein Teil von ihm, oder? Wie siehst du das? Papagena ist die Königin der Nacht. Ach, das sind Pendants quasi. Das sind Pendants. Der eine ist Zeus und die andere ist die Königin der Nacht. Ah, genau. Auf der irdischen Ebene die Marionetten so quasi, die hier unten und oben die am Tage und in der Nacht. Ah, am Tage und in der Nacht. Die Papagena ist die Tagfigur? Nee, die Nachtfigur. Okay, spannend. Okay, also Opera Seria und Opera Buffo quasi. Diese ganze Freimaurerei, die beruht ja auf folgendem Prinzip. Es gibt den Weltenbaumeister, das ist so einer wie Allah, der steht über allem, nicht? Der steht über Gott, über der Sonne, über den Sternen und über den Mond. Mhm. Dann gibt es aber den Tag, der hat die Welt gespalten in Tag und Nacht. Am Tage, da ist das wie im Christentum, da ist der Sohn, also Jesus, die Sonne. Ja. Dann kommt manchmal der Mond vorbei, der Vater. Und ganz selten kommt auch der Heilige Geist. Das ist dann die Supernova
die nur einmal scheint. Oder wer es genau weiß, wo die Venus steht, der kann die Venus bei Tage sehen. Aber das ist nur für Leute, die wissen, wo sie ist. Ich habe sie selbst schon mal gesehen, haben sie mir mal im astronomischen, in so einem Planetarium mal gezeigt. Da guckt man durch ein Rohr und dann sieht man bei Tage die Venus. Das ist also dieses christliche Sonne, Mond und Venus oder Supernova. Aber in der Nacht, in der Nachthälfte des Tages, da tanzen die Puppen. Da sind die ganzen Sterne zu sehen, lauter Bilder. Und da, wie gesagt, geht richtig Kino ab. War ja das Hollywood unserer Vorfahren. Die kannten keine Filme, aber wer die Geschichten am Himmel kannte, der war also am Lagerfeuer gern gesehen. Nicht? Der erzählte das dann und spielte dazu noch die Balalaika und dann war er angesehen am Lagerfeuer. Nicht? Und die Mädchen wärmten ihm dann die Füße oder so. Das ist also dieses freimaurische Weltenbauprinzip, glaube ich. Oben der Weltenbaumeister, der alles umfasst. Am Tage ist dieses Christliche und in der Nacht dominiert der Mond. Der Mond ist also der jüdische Gott. Jahwe ist also der Mond. Mhm. Jah heißt der Mond im Ägyptischen und Weh oder Wa heißt der eine Mond. Also nicht? Das ist das Jüdische. Also das sind diese drei monotheistischen Religionen. Islam, Christentum, Judentum, das ist also wie alles Tag und Nacht. Und dieses Prinzip finden wir also in dieser Zauberflötenoper. Weißt du, was mir dazu einfällt, wenn du sagst, von wegen in der Nacht? Weil man sagt ja, in der Dunkelheit ist das Quantenfeld. Also in der dunklen Materie, daraus schöpft man das Quantenfeld. Und man sagt ja auch in der Musik, also dass Mozart hier akustische Quanten benutzt quasi. Also er taucht ins Quantenfeld, um etwas hervorzuheben. Das kann man über Zahlen, über die Kunst oder eben über die Musik diesen Zugang schaffen. Und das ist der Zugang akustische Quanten. Das fand ich, das fiel mir irgendwie so ein, was er hier macht. Ne? Das ist ganz großartig. Guck mal, am Tage, da weint man ja nicht. Aber wenn man die Musik hört, und das spielt ja alles in der Nacht. Und die Königin in der Nacht, das ist ja mal in der Nacht. Da kommen einem richtig die Tränen. Das ging mir auch so. Ich habe hier mehrere Aufführungen gesehen. Es gab also miese Aufführungen, aber es gab auch solche, die richtig ans Herz gingen. Und durch die Musik, also da kommen einem die Tränen, ne? Wenn man das nur hört. Und das ist wirklich genial. Und in Hollywood haben sie das durchaus genutzt. Nicht? Es gibt immer diese, wo auf die Tränendrüse gedrückt wird. Ja, klar, du meinst jetzt den Mozart-Film und so, gell? Aber das, oder was meinst du? Aber das ist hier richtig authentisch in der Zauberflöte. Es gibt also Stellen, wo man eigentlich nur mitweinen musste. Also so, was mir noch auffällt, ist mit dem Rhythmus. Ne? Wir haben da einerseits so dies von Sarastro, so ein starkes, zielbewusstes Voranschreiten, so ein monumentales Schreiten. Und auf der anderen Seite ist dann so ein natürlicher Wandel und sehr quecksilberhaft, ne? Was diese Pamino und Pamina betrifft, dieses Quecksilber eher. Also auf der menschlichen Ebene, wo man sich auch damit identifizieren kann. Also so gesehen sind vielleicht die Poltergeister der Nacht, oder wie du sie immer bezeichnen willst, uns näher als so diese überirdischen, ganz aus der Opera-Serie. Ja, ne, diese ganz ernsten Figuren wie Sarastro oder eben Ja, aber Sarastro ist ja halt der Stier. Ne? Der Stier ist natürlich ein böses Tier. Also gefährlich scheint es so. Und wenn wir jetzt also zurückkehren, aber den Stier, na gut, also ist ja Taurus. Wenn du jetzt aber in die griechische Mythologie zurückkehrst, da gibt es also den, der den Stier tötet. Der tötet den Minotaurus. Genau, Theseus. Mhm. Und zwar tötet er ihn im Labyrinth. Ja. Und wenn jetzt also in der Oper geht es jetzt weiter. Tamino ist dann da und die drei Damen haben ihn bewundert. Die Königin der Nacht hat ihm gesagt, oh, der böse Sarastro. Und er will jetzt also Tamina befreien und sich an dem Sarastro retten, also rächen. Mhm. Und der Monostatus ist auch noch dabei, ne? Ja, zu dem kommen wir noch. Der, okay, okay. Die drei Damen sind auf jeden Fall im Dienste der Königin der Nacht, nur für die, die das jetzt vielleicht nicht so ganz... Genau, okay. Mhm. Er will Tamina... Ja, also, im Hintergrund der drei Damen erspare ich uns jetzt mal, sonst wären wir nicht fertig. Ja, logisch. Das ist, also er will jedenfalls
zu Sarastro und am liebsten will er ihn umbringen, weil er gehört hat, der ist so böse. Ja, genau. Also er wechselt jetzt vom Orion, der er vorher war. Er war ja von der Schlange verfolgt. Als Orion ist er auf die Bühne gestolpert. Und er wechselt jetzt vom Orion den Perseus. Perseus ist ja der Stiertöter. Mhm. Der Mithras, der Antike, der also den Stier umbringen will. Mhm. Nicht, aber Sarastro ist natürlich schlau und er geht nicht zur Pforte, wenn Tamino davor steht, sondern er schickt seinen Sprecher. Dieser Sprecher ist er natürlich selbst. Und er sagt, ja, ich glaube, du siehst das falsch. Und dann lässt der Tamino ab von diesem Gedanken, Sarastro umzubringen. Das ist übrigens, wenn ich mich recht erinnere, ist das ja über lange Zeit, dass nur über den Sarastro und auch über die Königin der Nacht erstmal nur gesprochen wird. Das dauert eine ganze Weile, bis man die wirklich konfrontiert sieht, oder? So ist meine Erinnerung. Weiß nicht, ob du dich jetzt... Die Königin der Nacht und Sarastro, die reden nur übereinander. Die, genau, ja. Die treffen sich eigentlich nie. Ja. Aber es gibt so einen Film hier von Ingmar Bergman, da ganz am Ende, da sieht man, dass die Königin der Nacht lacht. Die letzte Szene in diesem Film. Das ist wichtig, aber der hat das gut erkannt, zumindest dieses eine. Also zurück zu Cassiopeia. Wir waren ja bei den Vögeln stehen geblieben. Mhm. Cassiopeia, also wenn man das Sternbild kennt, das ist ja wie ein W oder wie ein M. Das mhm. Himmels-W. Das Himmels-M. Mhm. Fünf Sterne. Die bilden einfach so ein M. Okay. Ist einfach so. Ne? So wie... Cepheus ist also dieses Häuschen, ein Dach mit unten einem Viereck. So ist Cassiopeia das W oder M. Kann sich jeder, der das anguckt, mal einfach auf einer Himmelskarte angucken. Mhm. Dieses W oder M, das kann man interpretieren als Vogel. Diese Seitenteile an dem M, das sind die Flügel und das Mittelteil ist der Kopf. Mhm. Und gibt es in einer... Wir haben ja die Nachtszene. In der Nacht gibt es zwei Vögel, die die Nacht aktiv sind. Die Nachtigall. Die Nachtigall und die Eule. Stimmt. Ja. Aha. Die Nachteule und die Nachtigall. Mhm. Gall heißt ja, kommt ja von Gellen, also singen, der Nachtsänger. Mhm. Und wenn du jetzt mal die Gesänge der Königin der Nacht dir anhörst. Das ist Koloratur, wie die Nacht. Koloratur. Ja. Das ist also Nachtigallengesang. Genau. Nicht? Mhm. Aber es gibt auch eine Szene, wo sie zur Eule wird. Und zwar, wenn sie nämlich als Papagena trifft sie ja den Papageno als zum ersten Mal, nicht als junge Dame, sondern als alte. Ah ja, verkleidet, genau. Mhm. Als Papagena. Mhm. War sie die Eule? Ah, die alte Eule sozusagen. Die alte, die alte Eule. Eule. Mhm, okay. Man sagt ja die Eule der Athene. Mhm. Athene ist natürlich Pamina. Ne? Pamina mit dem Dolch. Das ist Athene. Natürlich. Scherz. Ich mag das nicht, wenn du sagst, ja, natürlich. Für jeden ganz offensichtlich. Natürlich. Okay, also wie ja. Sie ist nicht die mit dem Dolch? Also, du merkst schon, man muss, um das hier zu verstehen, was da eigentlich abläuft, muss man sich ein bisschen in Mythologie und ein bisschen am Himmel auskennen. Genau, das kann man ja nicht von jedem erwarten, Herwig. Also ich denke, ich bin da schon ziemlich bewandert, aber ich meine, ich habe noch nie gehört. Also wie war das jetzt mit dem Dolch? Die Eule hat den Dolch? Nein, die. Pamina hat den Dolch, naja. Was der Dolch ist, kriegen wir auch alles noch aus. Ich zeige dir den Dolch auch noch. Okay. Die Alte tut den Pamino testen, mehr oder weniger, ne? Weil er sagt, er hat keine Lust auf die olle Alte. Ne? Naja, der Papageno. Der Papageno, Entschuldigung, Papageno meine ich. Er wird getestet, er sagt, er hat keine Lust auf so eine olle Alte. Ne? Genau. Also wir wissen aber, dass Papageno Sarastro ist und Zeus eigentlich. Mhm. Also er will jetzt keine, er kennt ja seine Alte. Seine Alte ist die Königin der Nacht. Mhm. Also sie sind in Wirklichkeit ein Ehepaar. Denn auch der verstorbene Ehemann von der Königin der Nacht. Du weißt ja, der Mann ist verstorben und sie ist ja Witwe. Ah, okay, das habe ich. Ihr verstorbener Ehemann hat ja angeblich Sarastro den siebenfachen König Sonnenkreis gegeben. Ach, das siehst du, und das war wahrscheinlich der Teil, Herwig, den ich als Kind damals nie verstanden habe, weil ich weiß noch, da war eine ganze, das mit den ganzen Proben und so, da war viel, wo ich immer gedacht habe, jetzt wird es langweilig, weißt du. Das ist ein Teil. Aber das ist so, wenn man es weiß, dann ist es alles spannend und aber das ist ja das Freimaurerische. Das Freimaurerische ist nie so, das ist wie an der Oberfläche. Mhm. Du musst immer dahinter gucken, sonst begreifst du es nicht. Sonst, Okkulte.
Ja. Aber es ist ja eigentlich einfach. Ich bin ja kein Freimaurer und ich habe auch eigentlich, ich weiß nicht, was Freimaurer machen, was sie denken. Ich habe noch nie mit einem Freimaurer gesprochen. Ist mir auch ganz egal, was sie machen. Mir geht es ja um die Zauberflöte. Ja. Und ich erzähle dir einfach bloß, was ich bei der Zauberflöte mir denke. Genau, erzähl. Also wir Wir haben haben auf so jeden Fall immer die Dreiergruppen. Und die drei ist eine Freimaurerzahl. Ne? Also immer diese Dreiergruppen. Ne? Die drei ja, Damen die im Dienste der Königin der Nacht und so weiter. Ne? Also es sind immer diese Grüppchen, die immer so auftauchen. Ne? Und du ja, aber sagst, das sind nur Brosamen, die jeder begreift. Weil bis 13 kann ja jeder, das kann jedes Kind. okay. Schwieriger ist es mit der 18. Da taucht ja auch mal die Zahl 18 auf. 18 Priester stehen da so im Dreieck. 18 ist die Mondzahl im Tarot. Siehst du? Der Mond, das Ja. Unbewusste, die Täuschung, das, was so flirrt, was immer so Vexierspiel, Ja, ist es geht ja um die den Mond, da kommen wir gleich zu. Aber 18 ist auch die Quersumme von 1791. 1791 wurde die Zauberflöte geschrieben. Ich glaube Okay. nicht, dass das ein Zufall ist. Das ist also, wie gesagt, wir haben es mit intelligenten Leuten zu tun, die alles Mögliche in den Text reinlegen, aber so, dass es nur der versteht, der es versteht. Also, Okay. nicht, also man muss es wissen, um es zu verstehen. Okay. Ja, die Art, das ist ein Weisheitsbund der Hohepriester im Kreise der 18, dreimal die 6. Das wäre bei uns schon wieder die 666, würden alle schon wieder schreien. Gell? Ja, das ist ja nur eine Zahl. Ja. Die Interpretation der Zahlen, das ist ja dann, also kann man endlos drüber philosophieren, wie hier vor die Ingrid Rasselenberg. Ja, super, gell? Man kann ja aus den ersten 19 Zahlen also ganze Ja, Weltgebäude bauen. genau. Das ist ja die Schule des Platon, Timaios und so. Die Tetraktis, die auch in Charta so bedeutsam ist. Der Name Charta bedeutet ja auch Tetraktis. Nicht? Und insofern ist das, was die Ingrid Rasselenberg macht, ja alles sehr spannend, aber eben nicht so anschaulich, weil sie sich nur an den Zahlen langhangelt. Naja, ich finde schon, dass ich, also ich versuche es ja immer zu veranschaulichen mit meinen Kritzeleien. Also ich bin näher dran, denke ich, weil ich es aus mir heraus generiere. Und sie ist genial mit den Zahlen. Und heute war mir nicht klar, was ist der Unterschied zwischen der 4 und der 6, von wegen Materie. Ne? Dann habe ich sie angerufen, Ingrid, kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen 4 und 6 ist? Und sie hat es mir sofort gesagt. Ich habe gesagt, super, kann ich immer dich anrufen, wenn mir was nicht klar ist. Also jetzt weiß ich den Ja. Unterschied. Ja, Vier, man kann alles, sich. was innerhalb der Gebärmutter ist, was noch in der Werdung ist. Und sechs ist ab dem Moment der Abnabelung ist es draußen, dann ist es manifest, das ist dann sechs. Also ne, dann ist es in der Welt materialisiert. Naja, gut. Ja. Ja, die Gebärmutter hatten wir auch in Charta, das Labyrinth. Ne? Genau. Ja. Aha. Und wir werden ja sehen, hier das Labyrinth in der Zauberflöte hat natürlich auch die Bedeutung der Gebärmutter. Da kommen wir dann gleich noch zu. Jetzt kommen wir erstmal zum Mond. Guck mal, wir haben ja, nee, zum Monostatus. Monostatus ist also der Mond. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt hier so ein schönes Buch, Jutta Voss, Das Schwarzmond-Tabu. Nee, das kenne ich nicht. Das hat mir geschenkt Andreas Ferch. Andreas Du Ferch hast ist. auch mit Andreas Ferch Kontakt. Ah, mit den Frauenbergen und so. Das ist ja ein Spaß. Genau, Ja. Okay. genau. Du hast ja das Buch auch zu liegen, hast du mal erzählt. Und in dem Buch gibt es von mir ein Kapitel. Ach, das habe ich noch gar nicht bemerkt, muss ich mal schauen, das Buch ist oben. Wenn du mal hinten guckst, da ist von mir ein Artikel drin. Okay. Andreas Ferch hatte mich gebeten, dass ich dazu was schreibe. Und da habe ich ihm auch was geschrieben, aber da geht es nicht um die Berge auf der Erde, sondern da geht es nur um Himmelsfragen. Also um diesen Spiegel der Erde am Himmel oder umgekehrt. Ja, die Zuversicht, der Floh von der Zuversicht hat sich auf den Ferch bezogen in seinem neuen Aus dem Nebel der Geschichte oder irgend sowas. Da hat er sich auch auf den Ferch bezogen. Ja, das ist sehr spannend. Der hat ein Buch geschrieben, Die Frauenberge, nur damit die Zuhörer Ja, wissen. der Witz dabei ist ja, Ferch bedeutet Berg. Aber das nur am Rande. Na gut, Andreas Ferch, na gut, das ist ein anderes Thema. Also wir haben, was hatten wir denn Beim vorhin? Mond. Wir Wir waren waren beim beim Mond. Mond, genau. Und dem Schwarzmond-Tabu. Ja, Das schwarz. ist der schwarze Mond. Der Monostatus ist ja schwarz, schwarze, nicht? Und worum geht es hier bei diesem Schwarzmond-Tabu? Es ist für jede Frau natürlich leicht verständlich, für Männer ja weniger, aber Pamina ist ja zu Beginn der Oper ein Mädchen, also minderjährig, wenn ich mal so sagen darf. Und sie wird am Ende zur Braut.
Und zwischen diesem Mädchen sein und Braut werden liegt natürlich der Eintritt der Monatsregel. Mhm. Und wenn also der Mond sich der Pamina nähert, dann will er nichts von ihr so sexuell, sondern sie muss in den Mond treten. Der schwarze Mond muss zu ihr kommen, damit sie muss ja irgendwie erwachsen werden. Und zum Erwachsenwerden der Mädchen gehört nun mal die Monatsregel. Mhm. Vorher sind sie nicht heiratsfähig. Mhm. Und das ist also mit dem Eintritt dieses Monostatus gemeint. Spannend. Mhm. Wenn du mal eine gute Vorführung siehst, dann liegt Pamina in dieser Szene immer auf so einem, also im Buch steht, sie ist an einer Laube und liegt da. Und in einer guten Vorstellung, da liegt sie nicht auf der Erde, sondern sie liegt immer auf so einem Sofa. Wie Dornröschen irgendwie, stelle ich mir das vor. Ja. Sie wird dann wach, sie wird dann wach geküsst, und zwar vom Mond, mhm. vom schwarzen Mond. Sie ist weiß, ich will sie küssen. Ne? Das heißt also nur, sie tritt jetzt in diese Phase der Reife ein. Mhm. Nicht, das überrascht natürlich mal die Mädchen, die darauf nicht vorbereitet sind, die fallen dann in Panik. Ja. Aber die meisten, wenn die Mutter ihnen das erzählt, dann begreifen sie das schon. Nicht? Das ist eben eine Phase, wo man durch muss als junges Mädchen. Und das ist damit gemeint. Aber wenn sie jetzt halt so liegt auf diesem Sofa, dann ist das eine ägyptische Hieroglyphe. Und die Freimaurer haben sich ein bisschen mit Ägypten befasst und hier ist ja auch ein ägyptischer Hintergrund dargestellt. Mhm. Und diese ägyptische Hieroglyphe hat die Nummer A49, also gibt es so eine Gardinalliste der Hieroglyphen. Und die heißt die Mumie. Da liegt also jemand mit einem Bart auf so einem Gestell, auf so einem Sofa. Mhm. Das ist diese Hieroglyphe. Und wenn du jetzt mal das Wort Mumie nimmst, und im Englischen zum Beispiel, da sagen sie zu Mumie Mami. Und was ist eine Mami? Also eine Mami ist, sagen wir, eine Wöchnerin. Jemand, der gerade entbunden hat. Haben wir ein Chartre am Königsportal, da liegt die Jungfrau Maria, die gerade entbunden hat. Die liegt auch so. Die liegt auf so einem Sofa. Ja, genau. Das ist also genau dieselbe Szene wie hier mit dem Mond. Okay. Also die Wöchnerin heißt das, gell, bei uns. Aber nicht nur. Das heißt auch die Frau in der Menstruation. Ah, okay. Mhm. Die Frau, zu der Mond gekommen ist. Okay. Nicht, das ist ja eindeutig. Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber jeder Mensch. Nee, das passt, gehen wir weiter. Das passt, ja. Mhm. Und am Himmel ist das dann so: Andromeda ist ja die Tochter von Zephyrus und Cassiopeia in der Himmelsmythologie. Sie ist die Königstochter, die zur Strafe für die Eitelkeit von ihrer Mutter an den Felsen gekettet wird. Mhm. Und wenn du jetzt mal dich erinnerst, wie der Mond die Pamina einführt, also Monostatus, da ist sie gefesselt. Ja, genau. Mhm. Ihr Sklaven schnell herbei und so, fesselt sie und dann ist sie gefesselt. Sie ist also die gefesselte Andromeda. Du kannst dir mal vorstellen, wenn man das so psychisch, in der heutigen Zeit wird alles psychisch, dann kommt da so ein Schwarzer und sie ist gefesselt und dann heißt es, das muss gestrichen werden aus der Oper, weil das hat was Sexistisches und Rassistisches. Genau, also so kann man dann alles auf die Ebene, ne, reduzieren. Das ist völliger Irrsinn. Ja, genau. Nicht einfach eine Verirrung, wie sie heute so stattfinden, ja. So eine romanische Verdrehung. Mhm. Hier geht es um ganz andere Vorgänge. Mhm. Der schwarze Mond ist ja eine objektive Erscheinung und die genauso wie die Menstruation der Frau. Genau, das ist die Lilith. Der schwarze Mond ist die Lilith, von der wir vorher gesprochen haben. Das ist ja die Königin der Nacht, die Rachegöttin ist die Lilith, ne? Der schwarze Mond. Ja. Ja. Im zweiten Teil taucht dann noch eine Frau Luna auf. Das ist dann Frau Luna, die, der schwarze Mond, aber kann man so sagen. Ne? Gut, es gibt ja auch die schwarze Sonne. Ne? Also, okay. Aber wir bleiben jetzt mal beim Mond, damit wir weiter. Mhm. Die schwarze Sonne hat man ja auf der Tarotkarte der Nah. Die ist zwar weiß gezeichnet, aber da es sich um Himmelsbild handelt, ist es also eine Nachtsonne. Ah, schwierig. Also über den Tarot sprechen wir heute, kann man gar nicht. Denn alle Figuren in der Zauberflöte tauchen ja auch im Tarot auf. Ne? Ja, genau. Der Papageno ist der Narr, ne? Nee. Tamino ist der Narr. Tamino ist der Narr. Ah, heute standen wir noch vorm Abgrund und morgen sind wir einen Schritt weiter. Das ist Tamino. Die Schlange verfolgt ihn und
und Orion und steht dann am Abgrund, weil hinter Orion, rechts vom Orion, ist der Eridanus, das Meer. Und am Meer ist doch Pamina angekettet. An einem Felsen am Meer. Ganz okay. Und Orion, also Tamina und Pamina stehen auf einmal an diesem Meeresrand und dieser Meeresrand heißt am Himmel Eridanus. Und der Tamino ist quasi der Held, in dem, der durch die Heldenreise geht. Also der Name. Jeder macht so seine Heldenreise. Und Pamina natürlich auch. Pamina macht die Heldenreise vom Mädchen zur Braut. Okay. Und Tamino muss also von diesem hilflosen Jungen, der den Kopf verloren hat und der sich in die Hosen macht, vor Angst, muss er zum Mann werden, zum Bräutigam. Okay. Klar. Also wir haben den Mond und sehen also, dass das auch ein Himmelsbild ist. Der Mond kommt nämlich nie an Andromeda ran. Der Mond bewegt sich auf dem Tierkreis im Wesentlichen. Wie alle Planeten und die Sonne, die bewegen sich alle auf dieser Bahn des Tierkreises. Der Ägypter. Aber der Mond kann nicht weit weg davon. Und Andromeda ist zu weit weg vom Tierkreis, als dass der Mond sie erreichen könnte. Der Mond geht nur vorbei an ihr. Und so geht dann auch gehen auch die Tage an der vorbei an dem Mädchen, wo sie den Bart hat, praktisch, wie in dieser ägyptischen Hieroglyphe. Man sagt aber, ich habe einen Bart oder so. Kann ich mir einen Sinn, dass die Mädchen früher sowas gesagt haben? Und das geht dann vorbei, wie der Mond vorbei ist. An Andromeda und dann ist es vorbei. Dann beginnt wieder das normale Leben für die Frau. Nicht die 3 Tage in der Regel sind ein bisschen schwierig. Und wenn man es genau nimmt, wenn man jetzt also das mal wieder auf zu 18 zurückkommt, mit dem ersten Tag der Regel und dann 18 Tage später, ist der ideale Termin, also wenn man jetzt schwanger werden will. Das verbirgt sich also auch dahinter. Okay, gut. Haben wir genug über diese Physiologie geredet. Kommen wir mal weiter. Also Tamino, die Königin der Nacht, die Nachtigall, gibt jetzt ihrer Tochter den Dolch. Weil die Rache, sie ist wütend. Und warum ist sie wütend? Weißt du, warum sie eigentlich so wütend ist? Weil sie als Vogel, sie ist ja die Nachtigall oder die Eule. Da klebt sie an der Leimrute. Sie kann nur in der Nacht singen. Sie kann nicht gesehen werden. Ja, aber sie kann nicht weg von der Milchstraße. Mhm. Und das macht sie so wütend. Also Frust. Okay. Ihre Tochter ist nicht auf der Milchstraße, sondern in der Hand von Zephyrus, der Sarastro, Papageno, der auch nicht auf der Milchstraße ist. Und der macht mit ihrer Tochter, was er will. Nämlich, er will sie beschützen, damit sie nicht auch an der Milchstraße kleben bleibt, sondern damit sie in die weite Welt kommt. Also ist es eigentlich Neid bei der Königin der Nacht zugesehen? Ja, das ist so dargestellt. Sie ist wütend auf ihren Ehemann, weil er macht, was er will. Aber das ist also nicht, weil sie böse ist, sondern weil sie einfach in Rage ist. Sie ist nicht das böse Prinzip, sondern jeder, der nicht so kann, wie er will, kann ja wütend. Frustriert. Okay, gut. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Weil wir haben nämlich schon 1 Stunde hinter uns. Das gibt es ja gar nicht, du. Das ist ja wir kommen gar nicht bis zum Ende wahrscheinlich. Nein, deswegen sage ich ja, lass uns nicht so lang, genau. Okay. Weiter floaten. Also der Dolch. Okay, Pamina bekommt den Dolch. Ja, ich erinnere mich. Den Dolch, jetzt kommt dieses Freimaurer-Gemälde, was du mir gezeigt hattest und was bei Charles Fleischhauer mit dem Wolfgang Stark da gezeigt wurde und wo sie also gerätselt haben, was es wohl darstellen könnte und was es für eine Bedeutung überhaupt haben könnte, warum dieses Bild überhaupt gemalt wurde. Genau. Das weiß ich also mittlerweile. Erzähl. Und zwar hat Wolfgang Stark, der Gesprächspartner von Charles Fleischhauer, gesagt, auf diesem Bild wird dargestellt ein preußisches Ritual. Also das Freimaurerritual, das der Friedrich der Große rausgegeben hat. Genau. Genau, Friedrich der Große, das ist ein wichtiger Hinweis. Denn wenige Jahre vor der Niederschrift der Zauberflöte ist denn
ein neuer Sternatlas erschienen von Joachim Bode. Joachim Bode war so ein Berliner Astronom und der hat mehrere neue Sternbilder eingeführt. Und zwar das Sternbild, das hier eine Rolle spielt, das heißt Ehrenfriedrichs. Ah, okay. Wir haben ja hier Friedrich den Großen. Mhm. Und zu Ehren, Friedrich der Große war 1786 gestorben. Und 1787 hat also Bode ein Sternbild erfunden, die Ehren Friedrichs. Und dieses Sternbild liegt zwischen Cassiopeia und Andromeda. Okay. Cassiopeia ist die Königin der Nacht, Andromeda ist Pamina. Und dazwischen liegt das Sternbild Ehren Friedrichs oder Honoris Frederici. Und dieses Sternbild, das bestand aus einem Dolch und einer Krone. Und das wussten also die Wiener Freimaurer natürlich. Und die haben sich gesagt, aus diesem Dolch, der ist dann in die Zauberflöte eingegangen. Und aus der Krone haben sie das Glockenspiel gemacht. Denn die Königin der Nacht ist zwar angebunden an die Milchstraße, an diese Leimroute, und kann nicht weg. Aber sie hat Zugriff auf diese Ehren Friedrichs, auf diese Ehrenzeichen, den Dolch und die Krone. Quasi als Vermittler zwischen den beiden. Und dadurch kann sie dem Tamino diesen Dolch geben und dem Papageno gibt sie nachher das Glockenspiel. Aber die kommen ja von der Königin der Nacht, ne? Diese beiden Geschenke. Ist das quasi eine Art Kommunikation, weil sie ja nie direkt mit dem Sarastro sprechen kann, dass sie quasi die Boten herumschickt, die quasi diese Kommunikation aufrechterhalten, weil sie ja nicht direkt sprechen kann, weil wenn der eine in der Nacht und der andere am Tag, können sie ja nicht miteinander sprechen. Ja, das Sarastro als Stier ist ja auch in der Nacht. Ja, stimmt. Mhm. Aber sie ist natürlich weit weg vom Stier. Genau, aber, weit weg, okay. Mhm. Aber es gibt diese Szene, wo mit dem Schloss vorm Mund. Ja. Das ist übrigens eine Schlüsselszene überhaupt. Wenn jemand der zweifelt hat, ob das wirklich astronomisch alles ist, da ist das der entscheidende Moment. Und zwar werde ich das gleich mal erklären. Die drei Frauen kommen ja, die drei Damen, und sagen, du kriegst heute Wasser zu trinken, kein Wein. Du kriegst einen Stein zu essen und du kriegst ein Schloss vorm Mund. Mhm. Und jetzt muss man wissen, warum ausgerechnet diese drei? Das weiß keiner, hat noch nie einer beschrieben. Das also verrate ich jetzt hier zum ersten Mal. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Vorstellung? Also redest du jetzt, es gibt ja diese drei Gebote. Das erste, nicht mit Weibern zu sprechen, ne? Also standhaft und getreu zu sein. Das ist alles später. Das zweite ist das Stillschweigen. Also du meinst jetzt nicht das Stillschweigen mit dem Schloss, sondern du redest von Anfang. Doch. Das Schloss ist ja zu Anfang. Er lügt ja, der Papageno. Ja. Er hätte dich lange getötet und darum kriegt er zur Strafe ein Schloss vor dem Mund. Genau. Ah, ja, genau. Er sagt, er hat die Schlange getötet. Genau. Die Feuer- und Wasserproben sind ja wieder später mit der Todesprobe. Das ist später. Aber diese drei Dinge. Von der Anfangsszene. Diese drei Dinge, die sind ganz wichtig. Nämlich das Schloss, du hast ja keine Vorstellung gehabt vom Sternbild Cepheus. Mhm. Aber wenn, das ist also ein Punkt und dann unten noch vier. Und da kann man jetzt so ein Haus vom Nikolaus machen. Also einfach ein Häuschen mit Spitze. Man kann aber auch oben diese Spitze rund zeichnen. Hat man so. Und unten kann man auch ein bisschen rund zeichnen. Dann hat man ein Schloss. Ich habe keine Ahnung, was das Schloss, außer dass es ein Symbol für Schweigen ist. Nee, das ist nicht ein. Ja, dieses Schloss ist das Sternbild Cepheus. Mhm. Nur anders gesehen. Das heißt, die Königin der Nacht weiß, dass dieser Papageno Cepheus ist. Mhm. Und der Stein, der hängt damit zusammen, was heißt Cepheus? Es gibt also in der Bibel, in dem Neuen Testament, den Petrus, der hat den zweiten Namen Kephas. Ah, und das ist ja der Stein, der Fels. Okay, aha. Okay. Stein. Mhm. Und das Wasser, Petrus ist ja der Mann, der für Regen zuständig ist. Das wusste ich nicht. Okay. Petrus. Wenn man auf den Stein schlägt, kommt das Wasser raus, oder wie heißt das irgendwie? Nee. Petrus, lass die Sonne wieder scheinen oder so. Okay. Petrus ist der Regengott. Ah, das wusste ich nicht. Okay. Mhm. Weißt du nicht? Nee. Also Petrus ist fürs Wetter zuständig. So wie Zeus. Zeus ist nicht Cepheus, Zeus, Petrus,
Die hängen alle im Sternbild Cepheus und sind also fürs Wetter zuständig. Die sind ein Stein und die sind das Schloss. Und das kann man nur begreifen, wenn man das Sternbild Cepheus sieht. Ich male das mal auf. Okay, okay. Also das ist schon sehr gefinkelt, merke ich, ne? Ist ganz einfach. Hier unten, das ist das Sternbild Cepheus, 5 Punkte. Mhm. 1, 2, 3, 4. Da kann man jetzt, das ist das Haus von Nikolaus. Okay. Und wenn man jetzt das so zeigt. Ja, genau, okay, dann ist es sowas wie ein Schloss, was so einrastet. Das ist das Schloss. Das Schloss, was er vermuntert. Ja, aber was hat das für eine Symbolik her? Also, oder ich meine, das ist ja das eine festzustellen, aber was. Das heißt, sie weiß, dass Papageno ihr Mann ist, Cepheus. Okay, jetzt verstehe ich. Mhm. Sie weiß auch, dass er Sarastro ist. Mhm. Die Königin der Nacht weiß alles, was der Zuschauer nicht weiß. Wir Zuschauer kriegen hier was vorgestellt, was wir nicht begreifen, weil wir den ganzen Hintergrund nicht haben. Die ganzen Zuschauer im Saal wissen nicht Bescheid. Okay. Aber wer den Hintergrund weiß, also wer jetzt meinetwegen Freimaurer ist oder wer sich ein bisschen mit Mythologie auskennt und Astronomie, der begreift das. Okay, und das Schloss heißt ja auch, dass sie ihn mundtot macht, dass sie sagt, du bist jetzt ruhig. Oder sie verhindert, dass er sich äußern kann. Ne? So. Ja, wie es unter Männern und Frau, unter Mann und Frau so ist, sie sagt zu ihm, halt jetzt endlich mal die Klappe. Ja, genau. Okay, gut, dann gehen wir jetzt weiter. Okay, weil das leuchtet mir jetzt ein. Okay. Also, aber pass mal auf, das ist aber wichtig. Du kennst auch Wien. Ja. Und in Wien gibt es eine Kirche St. Peter. St. Peter, okay. Mhm. Die älteste Kirche von Wien. Ah. Am Graben. Die mit der Kuppel. Aber du meinst jetzt nicht die vom... Moment mal. Okay, ich habe jetzt Karlskirche gemeint. Das ist nicht die... Also am Graben... Das ist die Kirche St. Peter. Mhm. Hat die nicht einen Doppelnamen? Peter und irgendwas? Peter und... Okay. Ja, aber Peter ist wichtig. Okay. St. Peter am Graben. Oh. Und wenn du jetzt mal das nicht als räumliches Gebilde siehst, sondern als Fläche, dann siehst du hier diesen Bogen vom Schloss und hier das Quadrat. Mhm. Das ist also St. Peter, hatten wir Kephas, Petrus. Petrus, da sind wir wieder am bei Petrus, okay. Stehen, Wasser. Also dieses Gebilde hier, ja. Das ist das Schloss. Das okay. Vor dem Mund von Papageno. Okay, also die ist von Lukas von Hildebrand, sehe ich gerade, die Peterskirche. Okay, okay, am Graben, alles klar, gut. Und wenn wir schon mal dabei sind, du kennst ja Wien. Da ist der Stephansdom. Ja, was ist der Stephansdom? Warum hat er so eine Spitze und warum hat der so eine Rundung? Ach, du stellst Fragen. Herbig, gib mir die Antwort. Ja, einfach nur gucken. Und ja, das eine ist spitz, hat was von einer Phallus-Symbol, vom Pyramid, also die ja, wie heißt das, du weißt schon, ägyptischer Obelisk. Obelisk, ja, genau. Und das andere ist eher eine Kuppel, also eher das weibliche Symbol von Empfangen, also keine Ahnung, irgend sowas. Ja, das ist also Peterskirche. Weiblich und männlich. Ne? Genau. Also wenn du mal dieses Bild genau betrachtest, dann siehst du Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Okay, das ist... Dieser Spruch ist also eine, dieser Spruch ist eine Interpretation von diesem Bild. Okay. Und dies hier, wenn du mal dir das vorstellst, was es noch ist, dann ist es der Dolch. Ja, okay. Mhm. Das ist der Dolch der Pamina. Mhm. Es ist aber auch, wie du schon sagtest, der Phallus. Das ist nämlich wichtig, das Petrozinium, das Patrozinium, also Stefan. Wenn man jetzt also begreifen will, was das bedeuten soll, Stephanus. Was ist Stephanus? Ne?
weiß kein Mensch. Steht immer, ich habe mal ein Buch geschrieben über meine Heimatstadt Brandenburg und da kommt der heilige Stefan vor. Aber kommen wir jetzt nicht sehr von der Zauberflöte ab? Nee. Nee, ach so, wir kommen wieder zurück. Wir sind doch beim Dolch, und beim, beim Labyrinth. Da kommen wir ja gleich hin. Wir kürzen nur ein bisschen ab jetzt. Okay. Weil die eine Seite ist also diese astronomische. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es noch eine andere Ebene in dieser ganzen Zauberflöte, nämlich die topografische. Die Stadt Wien und die Stadt Salzburg. Die kommen also in der Zauberflöte vor und sind verschlüsselt in diesen Szenenbildern, in diesen Figuren. Salzburg ist die Gans, wie ein gewisser Herr Herwig Breetz mal ausgearbeitet hat, richtig? Das kann ich mir noch erinnern, die Gans in Salzburg. Die grüne Gans, ja, da kommen wir gleich zu. Okay, gut. Wir handeln schnell mal Wien ab. Nee, kann man gar nicht schnell abhandeln. Mhm. Der Dolch. Du kennst ja im Himmel ja ein bisschen aus. Die Jungfrau, kennst du das Sternbild Jungfrau? Ne? Ja. Und links von der Jungfrau steht das Sternbild Bootes. Hm. Bootes ist ganz wichtig. Bootes hat so die Form einer, wie man sagt, einer Eistüte. So. Und dann ist oben ja noch sowas. Und diese Szene, wo Pamina sich umbringen möchte. Hm. Kannst du ihren Sinn? Sie möchte sich den Dolch in den Bauch stechen. Mhm. Das ist also auch diese Himmelsszene, wo die Jungfrau ist und Bootes steht so direkt wie der Dolch zu ihrem Bauch. Okay. Bootes ist praktisch das Umgekehrte, also so wie hier, nur etwas spitzer. Mhm. So ähnlich. Und das ist der Dolch der Pamina. Mhm. Den sie sich im Bauch stoßen möchte. Und was ist jetzt, wenn man jetzt Bootes mal analysiert und sich damit befasst, dann stellt sich heraus, Bootes ist der heilige Stefan. Stefan heißt ja Kranz. Das ist der von Ungarn, ist der heilige Stefan. Nee, das ist alles Quatsch. Stefan ist eine Figur am Himmel. Okay. Bootes, der Dolch. Und es gibt also so ein Buch, habe ich mal gelesen, über die Mithraskult, da hat einer einen ganz großen Stier gesehen am Himmel. Und Bootes war der Dolch, mit dem Mithras den Stier ermordet, also schlachtet. Und dieses sind wir wieder beim Mithras-Kult? Ja, ja. Dieses Bild ist also hier reingewachsen in den Text der Zauberflöte. Und zwar wird Bootes also als Dolch interpretiert, mit dem Pamina in der Jungfrau sich umbringen möchte. Das heißt also, die Szenenbilder sind mehr oder weniger ein Abbild der Sterne, wo unten etwas nicht ausgedeutet, sondern gezeigt, im wahrsten Sinne des Wortes gezeigt wird, teilweise symbolisch, teilweise eins zu eins übernommen, um den Zuschauer über das Sternenbild zu unterrichten, also oder ihn da durchzuführen. Kann man das so irgendwie jetzt mal dazwischen wieder mal... Ja, das ist eine irdische Geschichte, aber die wir da sehen. Aber in Wirklichkeit, diese Szenen sind alle vom Himmel abgelesen. Mhm, okay. Und diese Szene ist also zum Beispiel Bootes mit dem, also Bootes und Jungfrau, also der Dolch und Pamina. Und in Wien hast du also Stefan. Stefan ist der ist Bootes. Mhm. Und der Turm, der Steffel. Ja, der Steffel. Mhm. Der Steffel ist also der Dolch. Okay. Nee, weil er der Turm. Der Turm. Der Turm, ja. Der Turm ist ja der Steffel. Oh, dann ist mein Name, der Turner kommt von Türmer, vom mittelalterlichen Turm. Dann habe ich also mit dem Steffen auch was zu tun. Also ist natürlich ein bisschen schwierig. Für Leute, die es, wer es also sieht, dem würde ich empfehlen, dass er sich mal einfach eine Sternenkarte zu Rate zieht und wenn er das nicht weiß. Aber kann man das jetzt so sehen, die Menschen damals, wer also nicht jetzt irgendwie selber durch so ein Fernrohr durchschauen konnte oder das Himmelsbild irgendwie selber anschauen konnte oder es auch nicht verstanden hat, dem wurde quasi die Möglichkeit geboten in Form von einer Oper, von einem Guckkasten hier, also so quasi lebendiges, zur Schau gestelltes, was am Himmel stattfindet, unten in Szene gesetzt. So einfach nur, damit wir immer wieder dazwischen wissen, worüber wir reden. Genau, das genau das, was in den Stadtgrundrissen überall ist. Also alle Stadtgrundrisse sind ja Bilder mit Sternen, die Kirchen sind. Und genau dieses Prinzip ist also in der Zauberflöte in den Text umgesetzt.
Und wenn dann die modernen Interpreten sagen, wow, das ist so super, weil hier männliche und weibliche gleichberechtigt erscheinen und das dann auf die Geschlechterkampf irgendwie runter reduzieren, dann kann man sagen, so ein Quatsch, weil hier geht es also um was ganz was anderes, von wegen männlich und weiblich. Ne? Das hat eine ganz andere Symbolik. Ne? Naja, natürlich. Also männlich und weiblich sind ja zwei Prinzipien, die also miteinander streiten, die auch sich vereinen und ja, miteinander kommunizieren. Das ist ja ganz normal, so wie Mann und Frau eben. Wenn man nicht, es gibt ja diese Szenen einer Ehe, da kann man, da geht es auch. Ja, ja, genau. Aber gehen wir weiter. Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht, das ist jetzt meine Schuld, dass ich das jetzt auch noch reinbringe, weil wir wollen ja weiter, weil sonst. Aber dieses ganze Psychologisieren, also dieses Freudsche genau, und so, das ist ja den Autoren völlig fremd gewesen. Genau, genau. Gut, dann gehen wir weiter. Also wir hatten jetzt Wien mit dem Steffel und ist jetzt Salzburg mit der Land auch noch? Nein. Oh. Wir gucken den Steffel mal nochmal an. Mhm. Und zwar gucken wir uns mal das Wort Steffel an. Ja. Jetzt kommt wieder die Anagrammkunst ins Spiel. Wenn man jetzt Steffel mal umstellt. Ja, man, jetzt unter dem Steffel stellen oder der Stoffel ist ein Idiot. Es geht nur um die Buchstaben, die umgestellt werden. Da bin ich nicht gut in Anagramm, da kannst du mich nicht fragen. Das ist, da muss man ist ja ganz einfach. Du hast F. Ja? L. Von hinten, von L, Steffel. Ne? F-L-E-T und hinten noch ein S. Aber wenn du jetzt F-L-E-T nimmst, Flet. Flet ist das slawische Wort für Flöte. Ja, ganz einfach. Da wäre ich natürlich sofort, also Herwig, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Okay, also es ist, Steffel ist die Flöte. Richtig? Ja, ja. Es ist der Dolch und das ist die Flöte. Nämlich dieses Sternbild Ehren Friedrichs, das ist also ein langes Ding und ein rundes. Mhm. Und dieses Lange kann also als Dolch interpretiert werden oder als Flöte. Und so haben die es auch gemacht. Also der Steffel, der ist Steffel, weil er die Zauberflöte ist. Und zwar so, vor alle Augen, aber keiner sieht es. Das ist die große Kunst der Freimaurerei, die Geheimnisse so zu verbergen, dass jeder sie jeden Tag sieht, aber nicht erkennt. Nicht dahinter kommt, hinter der Bedeutung. Weil das Offensichtliche so offensichtlich ist, dass er nicht da. Okay, verstehe. Mhm. Guck mal, Mozart hat ja gewohnt neben der Stephanskirche, neben dem Stephansdom, in der Domgasse. Mhm. Er hat also jeden Tag den Steffel gesehen. Ne? Mhm. Und diese Idee, im Steffel die Zauberflöte zu sehen, ist also, das ist echte Freimaurerei. Das ist hohe Kunst, wenn man jetzt das so vermischt, dass also keiner versteht, aber wer es weiß, der ist jeden Tag begeistert. Okay, gut. Und Salzburg ist die Gans, das ist das weibliche Pendant, oder? Die Gans. Wir können mal. Also in Wien geht es natürlich weiter. Dieser Dolch, der steckt also nicht irgendwo, sondern über Wien habe ich mal ein Buch geschrieben, und zwar in einem Buch geschrieben, das ging aber eigentlich über Schwerin. Schwerin hier in Mecklenburg. In Schweriner im Grundriss ist ein Schweinekopf. Und dieser Schweinekopf ist auch in Wien. Darum heißt Wien ja auch Wien. Das Schwein. In diesem Buch hier, der über den Schwarzmond, und der Schwarzmond-Tabu, da geht es immer nur um Schweine. Früher war das Schweineschlachten, nämlich Frauensache. Aber wir kommen jetzt meiner Meinung nach sehr weit von der Zauberflöte weg, oder? Weil, nee. Also, okay, da musst du mich jetzt abholen, weil wir sind jetzt bei 1,5 Stunden und ich verstehe nicht, wo wir uns jetzt hin bewegen von der Zauberflöte zu Schweinekopf. Also da, ich weiß es jetzt nicht. Erklär mir, wie kommen wir wieder zur Zauberflöte? Oder was hat es mit der Zauberflöte zu tun, damit ich das jetzt verstehe? Wir hatten gesagt, Sarastro ist der Stier. Ja? Nee. Wer das Sternbild Stier kennt, der weiß, wenn man jetzt die Hörner wegdenkt, dann erkennt man keinen Stier mehr, sondern einen Schweinekopf. Okay. Und dieser Schweinekopf ist das Grundrissbild von Wien. Ah, okay. Und wenn jetzt der Dolch im Schweinekopf steckt, der Steffel, dann ist das Schwein schon geschlachtet. Und dann gibt es nicht nur Schweinekopf ist ja ein fürstliches Essen gewesen, sondern es gibt auch Wiener Blut, Schweineblut, dann gibt es noch Wiener Würstchen aus Schweinefleisch, dann gibt es noch Wiener Schnitzel, auch aus Schweinefleisch oder Kalbfleisch. Okay.
Kalbfleisch ist aus einer Art Stier, Schweinefleisch, also das hängt alles mit dem Sternbild Stier zusammen. Der Stier wird ja geschlachtet und dann zerteilt. Und dieser Schweinekopf, der taucht in Mozarts, also dieses Schwein, taucht in Mozarts Werk schon mal auf. Nämlich, es gibt ja von ihm so ein Stück, eine kleine Nachtmusik. Mhm. Und mir hat mal jemand aus Polen geschrieben, ich erkenne hier so einen guten Spruch, eine kleine Nachtmusik heißt eigentlich, meine Schweine macht Musik. Und dieser Schweinekopf, der hat also auch Ohren und diese Ohren sind genau da, wo die Wiener Oper steht. In Oper steckt auch das Wort Ohr. Okay. Und das Wort und P. P hat mir schon mal bei Zephäus, dem Plauderzeus. Und in der Oper geht es also auch um Plaudern, Stimmen. Leuchtet ihr das Ohr? Die Stimme, die Laute, die ins Ohr dringen. Mhm. Oper. Okay. Das hängt also alles mit Wien zusammen. Und Mozart war ja ein bisschen verschrien, so er wäre so, hätte so eine ziemlich derbe Sprache gehabt, geübt. Ja. Nicht? Und das hängt alles, also das wird dann da zusammengeführt in diesen Bildern. Okay. Also das wäre jetzt Sarastro, oder? Jetzt gehen wir vom Stier immer noch aus und von dem Dolch. Also Sarastro ist der Stier und dann hast du jetzt den Dolch, da hast du das jetzt abgeleitet mit dem Stefan und so weiter. Nee, nee. Guck mal, sie gehen ja näher durchs Labyrinth. Tamino und Pamina gehen durchs Labyrinth und im Labyrinth wird der Minotaurus geschlachtet, also erstochen. Oder? Ah, deswegen kommst du jetzt drauf, von wegen der Stier, der erstochen wird. Ah, der Minotaurus, der erstochen wird. Okay, da sind wir jetzt bei dem Bild mit dem Saukopf und dem. Ah, jetzt verstehe ich. Ich brauche immer ein konkret. Das ist schwierig und das ist auch ein bisschen herausfordernd. Aber ich war mal in Wien und im Stephansdom. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, hier muss irgendwo ein Einhorn sein. Denn dieser Turm ist ja auch das Horn von einem Einhorn, ne? Kann man so sagen. Einfach so ein spitzes Ding, das Horn. Stefan heißt nämlich eigentlich Horn. Und dann sind wir da durch die Katakomben geschlichen und ganz unten stand so ein Bild, so eine Tafel, so groß etwa, eine Jungfrau mit einem Einhorn. Und dieses Einhorn hatte den Kopf, da konnte man sagen, entweder ein Schwein oder ein Kalb. Und sie weint also um dieses Kalb, weil es nämlich geschlachtet wird. Das ist der Minotaurus. Der Minotaurus verlangt ja immer nach Jungfrauen, nicht? In der Kirche. Ah, ja, natürlich, genau. Der hat ja jedes Jahr eine Jungfrau gebraucht, gell? Der Minotaurus ist eigentlich der Mond wieder. Ja. Und es geht also letzten Endes darum. Eigentlich der Monostratus auch. Ja, der Monostratus. Der kommt ja nochmal, der versucht ja nochmal zu kommen. Mhm. Aber er kommt zu spät. Und warum kommt er zu spät? Wenn die Frau nämlich schwanger ist, dann hat sie keine Monatsregel mehr. Ja. Der Mond ist also ausgeschaltet. Mhm. Und darum weint sie, weil nicht jeder will ja immer schwanger werden. Also es ist also für die Frau ein Zwiespalt, ob sie ihre Regel haben möchte oder nicht. Manche ja, manche sind froh, wenn sie endlich ein Kind kriegen. Manche sind froh, wenn sie kein Kind kriegen. Mhm. Und dieses Dilemma ist also jetzt hier dargestellt. Leuchtet ihr das ein? Im Labyrinth geht es ja darum, Tamino und Pamina wandern durchs Labyrinth. Das ist also die geschlechtliche Vereinigung der beiden. Mhm. Die haben ja einen Charter auch gehabt. Das Labyrinth war der Unterleib. Und wenn der König kommt, der geht also mittendurch. Also das heißt, wenn ich wieder mal kurz, wir sind schon seit 1,5 Stunden zugange, das ist unglaublich. Wenn ich wieder mal kurz rekapitulieren darf. Sowohl Chartres als auch die Oper Zauberflöte beziehen sich auf ein Sternenbild. Chartres ist eine architektonische Umsetzung, wo das Labyrinth vor allen Dingen in die Gebärmutter hinein verweist, was ein Befruchtungsprozess ist. Und
Dasselbe oder nicht dasselbe, aber etwas Ähnliches haben wir in der Zauberflöte dargestellt. Auch ein Initiationsweg. Einerseits der Held, der die Einweihung, die Prüfungen macht, um zum Mann zu werden. Und andererseits das Mädchen, das durch das Dunkle in den Untergrund, in die Erde hinuntergehen, der schwarze Mond, durch die monatliche Zyklik, also auch durch die Täuschung des Mondes und so weiter, zur Frau wird, auf das sie befruchtet wird, auf das neue beides dann zusammen sich vereint und neues Leben entsteht. Einfach nur, damit wir uns dazwischen wieder mal verorten, was machen wir hier eigentlich, weil ich habe immer ein Problem, wenn wir dahin machen und ich weiß überhaupt nicht mehr, worum geht es jetzt eigentlich und wo bin ich und wie viele. Dann muss ich mich wieder verorten, verstehst du? Ja. So, das habe ich jetzt versucht. Das ist ja das Schwierige. Deswegen schreibe ich überhaupt nur Bücher, nicht um da irgendwie Erfolg bei irgendwelchen Lesern zu haben, sondern um das zu sortieren. Denn nur so mündlich kriegt man das nicht sortiert. Also ich jedenfalls nicht. Also ich muss es aufschreiben und dann. Ganz ehrlich, Herwig, wir können hier auch keine Vollständigkeit. Es geht hier nicht um, wir können nicht so ins Detail gehen, weil so eine Vollständigkeit halber, da soll man das Buch lesen. Hier geht es ja mehr oder weniger, ich meine, ich will nicht sagen ein Teaser, aber halt einfach einen Überblick und einen kurzen Einblick. Aber wir können nicht das Ganze so in der Tiefe, weil dann sind wir morgen in der Früh noch dabei. Dafür bin ich wahrscheinlich dann auch nicht richtig. Also pass mal, wir können ja nochmal kurz zu Salzburg kommen. Ja. Weil Salzburg ist also sehr schön. Du kennst ja Salzburg und das hängt mit dem Kairos zusammen. Du hast ja mal von dem Kairos gesprochen. Die Frage ist, wer ist der Kairos? Guckst du wieder zum Himmel? Der Kairos hat Flügelschuhe. Ja, der Hermes auch. Hermes hat Flügelschuhe und wer noch? Der dritte ist also Perseus. Genau. Das heißt, alle diese drei Figuren, Kairos, Hermes, Perseus, sind im Sternbild Perseus. Und wenn du jetzt mal die Kirchen von Salzburg nimmst, die sind ja so in so einer Reihe angeordnet, von Nord nach Süd, einer nach dem anderen, das ist das Sternbild Perseus. Okay. Nicht? Dann gibt es diesen abgeschlossenen Klosterbezirk in St. Peter? In Salzburg, nicht da vor dem Berg, da so. St. Peter. St. Peter. Und da ist also die, im Perseus ist ja dieser Kopf der Gorgo, der Stern Beta, Algol, ne? Und der ist also dieser. Der ist also abgeschlossen, damit er, weil er so gefährlich ist, dieser Kopf der Gorgo, darum ist er abgeschlossen. Das ist also aus dem Sternbild Perseus. Perseus hat nun Flügelschuhe. Und über dem Perseus ist ein Cassiopeia. Und unter dem Perseus ist also, am anderen Ende sind die Plejaden. Wenn du das Cassiopeia als Vogel nimmst und die Plejaden als Vögel, nicht als Cassiopeia, die Eule oder die Nachtigall, und die Plejaden sind ja Tauben. So hast du also dann in Salzburg die Stadt, das ist der Vogelkörper. Und oben raus hast du den Kopf eines Vogels nach Norden, den Gänsekopf, der ist in Mullen heißt das aber auch. Mühlen. Nicht, das ist ein Augustinerkloster, Maria Himmelfahrt oder so. Mhm. Die Mullener Hauptstraße ist dann dieser Gänsehals, die Getreidestraße. Mühlener Hauptstraße und Getreidegasse, ja. Da ist auch dieses Restaurant, die Blaue Gans. Und das, wenn du jetzt die Stadtmauer dann nimmst und die Festungsgasse ist dann der Fuß von der Gans und dann hast du also eine Gans. Okay. Und umgekehrt, wenn du dann von Norden guckst, dann hast du die Staatsbrücke, das Vogelbein und die Altstadt wiederum ist auch ein Vogelkörper, aber nach Süden raus geht der Kopf. Und zwar guckt der Vogel rückwärts zur Festung hoch. Ist einfach so. Du hast also einen Vogelkörper und zwei Köpfe und zwei Beine. Aber die beiden Vögel sind ein Herz und eine Seele. Die haben nur zwei Köpfe, ne? Okay. Und das ist also ganz einfach. Das sind Papagene und Papagene. Okay. Ein Herz und eine Seele. Ich hätte jetzt gedacht, Turteltäubchen. Turteltäubchen. Also wenn sie erstmal gefunden haben, dann turteln sie ihn. Das ist also Salzburg. Die Idee von Papagene und Papagena ist also eine Idee aus dem Grundriss von Salzburg. Okay, verstehe. Und das andere, dieses männliche, phallische Steffel und Sarastro und Tamino, das ist alles zu Wien gehörig. Das ist das Wiener. Okay, jetzt komme ich ja langsam. Siehst du, es geht ja, dass ich irgendwie da doch kapiere. Aber du musst mich immer ein bisschen abholen. Okay. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Man weiß immer nicht, was man so voraussetzen kann. Und ich hänge 20 Jahre an diesem ganzen Zeug. Guck mal, bei uns hier in Rostock, wenn ich das mal sagen darf, noch schnell, da habe ich vor 22 Jahren mal so ein Büchlein geschrieben und da habe ich so eine Figur gefunden, also so ein Dreieck und ein Viereck, das Sternbild Zepheus.
das Haus vom Nikolaus. Und auf jeder dieser Seitenlinien ist in Rostock eine Vogeldarstellung. Da ist die Storchenbar, da ist hier so ein Hochzeitszug mit einem Storch drauf, dann ist da so ein Kranich, dann ist eine Gaststätte zur Möwe. Also hier ist die Idee des Vogelfängers ist auch hier in Rostock dargestellt. Die kannten offensichtlich die Zauberflöte, denn das ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, angefangen worden. Und die haben diese Zauberflöte hier nachgestellt, indem sie den Papageno, den Vogelfänger, mit lauter Vögeln kombiniert haben. Und das war eine Freimaurerarbeit, habe ich hier völlig also entschlossen, weil, wer, wann und wieso und so. Das habe ich schon vor 22 Jahren mal geschrieben. Okay. Insofern ist das für mich einfach nur die ganzen Bilder, die ich kenne, die ich schon früher mal gesehen habe, die kommen alle in der Zauberflöte wieder. Okay, also jetzt haben wir tatsächlich schon 1,5 Stunden und ich frage mich jetzt, ich meine, du hast jetzt das Tarot erwähnt, ne? Das hat damals in den 1780er Jahren einen Boom erlebt, ne? Dieses Tarot, und du hast ja schon gesagt, man könnte die jetzt alle auch dem Tarot entsprechend, also König, Herrscherin, Hohe Priesterin, Hierophantin, Liebende, Wagen, Gehängte, Mond, Sonne und so weiter, dass das alles vorkommt in der Zauberflöte. Ne? Jetzt haben wir nur einige Bilder. Das ist aber so eine weitere Ebene, die können wir ja mal ein andermal besprechen oder gar nicht. Ich will vielleicht noch eins sagen, was viel noch spannend ist, nämlich, also meiner Meinung nach ist in der Zauberflöte auch eine Biografie von Mozart enthalten. Mhm. Okay. Und zwar müssen wir dann mal abstrahieren von diesem Namen der Person, sondern nur von den Ereignissen. Also Mozart kommt in die Welt gestolpert als Tamino. Der fragt, wo bin ich? Ne? Dann kommen drei Damen und sagen, ei, ei, was für ein netter Knabe, was für ein liebes Kind. Nicht so ging es Mozart auch. Dann kommt die Königin der Nacht, das ist Maria Theresia für Mozart gewesen. Er spielt bei ihr vor und springt ihr auf den Schoß, sagt man ja. Und er sagt, ich heirate mal Marie Antoinette. Nicht, das soll ja Mozart gesagt haben. Das sind also die Szenen mit den drei Damen. Dann wird er größer und kommt zu dem Erzbischof Colloredo. Ja. Colloredo ist also der bunte Vogel. Colloredo ist ja der bunte. Oh. Ja, und mir erschien ja sehr, sehr streng, aber okay, gut. Genau, das ist Sarastro in der Oper. Also Tamino kommt zu Sarastro. Und der quält ihn also mit irgendwelchen Sinnlosigkeiten und er hält es nicht aus. Und er befreit sich also aus der Macht, indem er von der Macht des Colloredos Sarastro und wird zum freien Musiker, also freischaffend. Und das ist also dann die Schlussszene, wo er dann durchs Labyrinth geht. Mhm. Er heiratet seine Konstanze und spielt dann den Papageno wieder selbst, denn er zeugt mit ihr 6 Kinder. Mhm. Nicht? Also Papageno. Und ein kleiner Papageno. Das ist also Mozart selber, der also 6 Kinder zeugt und immer nur das eine im Sinn hat, wie man so schön sagt. Ja. Aber er wird dann auch erwachsen, nämlich wenn er dann durchs Labyrinth durchgeht, da ist er dann gereift und erwachsen und kann diese Zauberflöte schaffen. Ja, als sein absolutes Reifungswerk, genau wie das Requiem. Ne? Genau. Und insofern ist also diese Zauberflöte aus meiner Sicht, also von Schikanedas Seite aus, so eine Huldigung Mozarts, indem er seine ganze Biografie darin einpflicht. Eingeflochten hat. Okay. Hier geht es ja um höhere Macht, um die Macht des Schicksals. Ne? Da sind wir bei Kronos, du hast von Kairos geredet. Kronos ist dieser Unerbittliche, ne? Unter dessen... Ja. Aber Mozart ist ja aus Salzburg, wo der Kairos herrscht, und er hat immer zum richtigen Moment das Schicksal in die eigene Hand genommen. Oder den Stier bei den Hörnern gepackt, wie man sagt. Was der Kairos so macht. Der Kairos als Perseus greift er dem Stier an die Hörner, um ihn abzuschlachten. Genau, frontal, beim Schopf. Gelegenheit beim Schopf. Also diese Dinge. Und dieser Löwe, der da in der Anfangsszene erst ursprünglich auftreten sollte, das ist Leopold, sein Vater, Leo. Ist bezeichnet, Leopold hieß sein Vater, aber Leopold hieß auch der Herrscher, ne? Der ja auch auf diesem Freimaurerbild dargestellt ist. Ne? Der kommt dann her mit seinem Wagen und so, diese Löwen. Das ist dann Leopold in dieser Biografie. Mhm. Am Himmel ist es der große Wagen, nicht? Aber naja. Mhm.
Die Frage, sind es irdische Strukturen, die astronomisch gedeutet sind, oder sind es astronomische Sternbilder, die irdisch dargestellt sind? Das habe ich mich gefragt. Das ist diese Wechselwirkung. Mhm. Genau. Wir führen ja ein Leben hier auf der Erde, aber in Wirklichkeit regieren uns die Sterne, nicht? Oder? Genau. Ja. Aber eben nicht hier nur auf den Tierkreis bezogen, wie das in der Astrologie üblich ist, sondern der ganze Sternenhimmel wird hier einbezogen. Aber in der Oper logischerweise nur Auszüge, kann er nicht das Ganze, oder? Ja, natürlich, es gibt noch viel mehr Geschichten, klar. Genau. Es ist eine Geschichte, die herausgenommen wird. Aber es gibt eben diese verschiedenen Ebenen. Mhm. Die Biografie, der Sternenhimmel, die Mythologie, mhm, und dann diese offensichtliche Geschichte, die vielen ja unlogisch vorkommt, die verzweifeln daran, weil sie sagen, so ein Quatsch, ein Tünnef, ne? Das ist ja unwürdig und so, gibt es ja solche Kommentare. Ja, und auch historisch natürlich im Sinne von, nicht von, also Zeitqualität, im Sinne von, was die Freimaurer damals oder was dieses Gedankengut in Wien damals bedeutet hat. Ne? Also auch ein Abbild sozusagen nicht nur des Himmels, sondern auch ein Abbild von Wien zur Zeit von dieser 1700, was war es, die genaue Jahreszeit, diese Freimaurer, wo das quasi die Sternstunde der Freimaurerei in Wien war. Genau. Also Volker Dürres sagt ja immer, die Zeitengel regieren uns. Und damals regierte der Mond und dann aber noch die Venus dazu. Also genau in der Zeit, wo die Opern geschaffen wurden, regierte also Mond und Venus. Und das war dann diese Zeitqualität, die diese Opern schuf. Ja. Sag mal, ich habe hier was stehen und ich weiß nicht, habe ich das rausgesucht oder ist das von dir? Kann auch sein, dass du das geschrieben hast. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil da hieß es, also Tamino ist ja japanisch, ne? Aber in dem Namen ist auch drinnen, dass er ist aus der Furcht unrein geworden, unrein, weil er eben voller Furcht ist, dann ist er unrein. Ist das von dir? Ja, klar. Ich wusste es jetzt nicht mehr, weil ich habe mir so viel raus. Also das hängt so zusammen. Ja, das ist ja wie bei ihr mit dem Mond unrein, sagt man ja auch. Ne? Wenn sie die, das ist ja auch eine Art von irdischer, ja, Befleckung, kann man sagen. Ne? Ja, da, in diesem Namen steckt also viel mehr, als man so vermutet. Mhm. Es gab ja diesen so einen Roman, Tamos. Genau. Davon wird dann Tamino abgeleitet. Aber in Tamos steckt eben dieses hebräische Wort Tameh. Tamir ist also unrein. Genau, und ja. Und das steckt auch im Orion. Also er kommt ja als Orion, als kleiner Junge, mhm, auf die Bühne, der sich vor Angst in die Hosen macht. Ja, genau. Und wenn du jetzt mal Orion, wenn du daraus ein Anagramm machst, Orin, wenn du das zweite O wegnimmst, mhm, also steckt da Orin drin. Ja. Dieses Tamir, dieses Beflecken. Er hat also eine befleckte Hose, weil er so sich in die Hosen gemacht hat. Also da muss ich natürlich an Peter Pan denken. Ne? Pan ist der ewige Jüngling, ne? Der nicht bei C.G. Jung haben wir den auch, ne? Den ewigen Jüngling. Ja. Aber es ist bei Mozart eben dieser kleine Mozart, der sich noch in die Hosen macht, ja, der muss schon ins Konzert. Nicht, der muss schon aufs Tournee gehen, obwohl er eigentlich noch ein kleiner Hosenschieter ist. Ja, und Pamina, das hast du ja auch hier, ne? P. Anima, die göttlich-weibliche Seele, das P vor der Anima, das hast auch du geschrieben. Ja, ich habe also noch viel mehr geschrieben und ich schreibe auch noch viel mehr. Mhm. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das durchschaut. Aber es ist natürlich, wie gesagt, es erfordert gewisse Voraussetzungen, die nicht jeder hat, nicht? Oder man muss sich ein bisschen Mühe geben. Also Tamino und Pamina sind Theseus und Ariadne. Da ist die Gemeinsamkeit mit Chartres, ne? Das hat man bei Chartres schon, gell? Ja, das hängt ja mit dem Labyrinth dann zusammen. Genau, Papageno hat es mit der Eiche noch zusammengetan, wo der Germanengott Odin an der Eiche hängt. Das hattest du mit Papageno. Das ist die Szene, wo Papageno sich aufhängen möchte. Stimmt, er will sich auf. Mein Gott, ich hab schon lange nicht mehr gesehen. Du erinnerst mich gerade. Genau, er will sich ja dazwischen aufhängen. Ja, wie Thor, wie Odin, okay. Wie Odin, ja, klar. Das ist also der Schwan, der an der Eiche hängt. Der Schwan hängt ja an der Milchstraße, auf der Milchstraße und kommt nicht weg, er ist da festgeklebt. Das ist ja einer der Vögel, die der Vogelfänger gefangen hat. Andererseits wechselt der Vogelfänger selbst in diese Rolle, ja, um seine Frau wieder zu gewinnen, also um aus der Eule wieder Papagena zu machen. Papagena muss also aus dem Sternbild Cassiopeia in das Sternbild Adler wechseln. Und jetzt sag mal, was ist... Als Adler ist sie dann neben dem Schwan. Und Isis und Osiris. Wir haben Isis, das ist die Königin der Nacht, ne? Die Hera, die Göttin die Gattin des Zeus, das ist die Isis, die Königin der Nacht. Und was ist Osiris? Wer wäre jetzt Osiris? Na, Osiris ist das männliche Prinzip. Also Sarastro, Papageno, das ist alles so Osiris. Okay. Die,
Königin Nacht trauert ja ihrem verstorbenen Ehemann nach. Der verstorbene Ehemann ist Osiris. Das ist der Zerstückelte, richtig? Der ist ja zerstückelt worden. Genau. Wir haben es also mit so einer Zyklik zu tun. Also die, der Horus entsteht dann. Der Zerstückelte ist ja der Sarastro, der Stier, der geschlachtet wurde, der ist Osiris. Jetzt komme ich langsam, jetzt kann ich es wieder zusammenfügen. Genau, der Zerstückelte, deswegen haben wir den Mithras-Kult, der Minotaurus, der zerstückelte Osiris, aus dem dann der Horus geboren wird, also wieder die Befruchtung. Ja, der Horus ist also nur das Genital von Osiris. Das ist ja das Einzige, was übrig bleibt, der Steffel. Mit dem wieder neu, der Samen auch mal, aus dem wird doch neu gezeugt. Genau, und da setzt sich dann Isis rauf und zeugt dann, gebiert dann den Horus. Weißt du, woran mich das erinnert, was du gerade beschreibst? Ich war doch gerade unten in den Katakomben da unterirdischen von Kloster Neuburg. Da hast du diesen, bei den Templern, ne, als Einweihungsstuhl hattest du da so einen, da muss sie, also er muss unter ihr ganz liegen und sie setzt sich auf ihn drauf. Und das hat aber nichts sexuell Erregendes logischerweise, sondern mit der Befruchtung zu tun. Also genau das, was du jetzt beschreibst, ne? Ja, das ist also diese Bilder wiederholen sich ja aller Orten. Also ob in Chartres oder in der Zauberflöte oder in Wien oder Salzburg. Also, wer meine Bücher mal durchblättern würde, der würde jede Menge davon sehen. Nicht? Weil das überall zwar anders, aber letztendlich immer gleich dargestellt ist. Also okay, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel und es ist nicht die einzige Oper von Mozart, logischerweise, wo jetzt solche, wir haben die Entführung aus dem Sarai oder Così fan tutte, also sehr, sehr viel. Du hattest etwas geschrieben, das fand ich auch noch ganz spannend. Bei der Zauberflöte sind die Zuschauer ahnungslos verwirrt und hereingelegt und bei Così fan tutte sind es die oben auf der Bühne stehen, die alle verwirrt sind. Herum. Ja, Così fan tutte, da ist ja sind ja zwei Mädchen, die nicht wissen, dass ihre Bräutigam sich da vertauscht haben. Genau. Der Zuschauer weiß es aber. Ja. Dem Zuschauer wird es ja gesagt. Aber bei der Zauberflöte ist es so, der Zuschauer weiß gar nichts, weil wenn er nicht den astronomischen, mythologischen und sonst welchen Hintergrund kennt, ja, genau. Er begreift gar nichts. Und was du ganz viel hast, ist dieses tiefenpsychologisch, psychoanalytische Aufblättern der Zauberflöte, das mir ehrlich gesagt schon beim Hals herauskommt, weil es wahrscheinlich völlig daneben läuft. Ne? Das läuft also immer nur daneben, ja. Also es trifft nicht den Kern. Ja, genau. Also ich hoffe, dass ich den Kern treffe mit meinem Zeug. Herwig, ich habe überhaupt keine Bedenken, dass du den Punkt nicht, also du triffst den Kern sicher. Die Frage ist, versteht jeder, du bist dann im Kern und die Frage ist, kommen die anderen noch nach? Verstehen die noch, wo der... Also ich versuche hier immer wieder mich hineinzuversetzen oder teilweise bin ich selber in der Situation des Zuschauers, weil ich ja dann auch keine Ahnung habe, wo geht er jetzt lang? Wo ist er jetzt? Wo, und dann weiß ich nicht, worauf du hinaus willst und nicht, dass du mich dann unterwegs verlierst. Deswegen frage ich dann lieber mal nach. Na gut, wir haben nur einen Einblick gegeben. Wir sind aber bei fast 2 Stunden. Ich denke, mehr geht ja, das jetzt. Das reicht jetzt, ja. Das reicht, gell? Mehr geht jetzt auch nicht. Also hast du jetzt noch irgendwas, was du zum Schluss, ich schaue jetzt noch, ob ich noch irgendwas habe, was ich unbedingt sagen wollte und schau du mal, was du noch hast. Das ist nur eine Zauberflöte, so in anderen Opern ist das nicht. Darum ist es ja diese Freimaureroper. Die haben da also sehr viel Mühe reingelegt und ich glaube nicht, dass Schikaneda das ganz alleine gemacht hat. Ja, das heißt, es ist eine Logenbrüderschaft, eine Zusammenarbeit. Also das ist eine Zusammenarbeit von mehr Leuten und die haben wirklich ein großes Kunstwerk geschaffen und Mozart die Musik dazu. Aber das nicht musikalisch ist deutlich unterschätzt worden und meiner Meinung nach hat noch kein Autor das bisher so ausgegraben. Und ich hoffe, also mir ist es egal, ob andere das verstehen oder nicht. Ich mache das ja für mich. Also das ist also kein finanzielles Projekt. Das ist einfach nur für mich Spaß. Und wenn andere das verstehen, ist es schön. Aber es ist natürlich immer deren Job. Ne? Jeder muss sehen, ob er es wissen will oder nicht. Wer es nicht wissen will, der kann es einfach sein. Ne? Also ich finde ganz spannend, dass es vom Historischen her wie wirklich ein Dreh- und Angelpunkt ist, weil wir sind quasi am Höhepunkt, wo das möglich war, so ein Werk überhaupt zu veröffentlichen, wenn auch vielleicht mit einem Tortenstück rausgenommen, ein anderes rein ersetzt, das wissen wir nicht, ne? das kann sein. Aber auf jeden Fall wurde dann der Druck, der vom Wiener Hof auf die Freimaurerei ausgeübt wurde, der ist dann sehr hoch geworden. Die Frage ist ja auch noch, wurde es im Nachhinein verfälscht? Das weiß ich nicht. Ne? Ob da oder etwas weggelassen oder in. Gut, auf jeden Fall. Man sagt ja, die Frequenzen wurden vertauscht oder man spielt es heute zu schnell oder
statt mit 432 Hertz wird das mit 440 Hertz und so gestimmt. Da gibt es diese 8 Hertz Unterschied und so. Das müssen andere sehen. Ich kenne mich mit Musik nicht so aus. Aber meine Frau schwört darauf, diese 432 Hertz. Und wir haben ja solche Klangschalen und sowas. Die sind alle auf 432 Hertz gestimmt und nicht auf 440. Und Mozart wird angeblich falsch gespielt heutzutage. Nicht? Das, manche sagen ja, die Aufnahme von 1937, die ist bis heute die beste. Aber wie ist das? 1937, mit wem ist die? Das ist die erste Aufnahme so auf Schallplatte. Wer hat da den Papageno? Weiß ich nicht. Ich kenne den Hermann Brey und so, aber ich meine das natürlich später. Aber Hermann Brey ist schon eine alte, der war ja grandios als Papageno, aber das ist auch eine ganz alte Aufführung schon mit dem Hermann Brey. Aber du meinst ja jetzt 1934? 37. 37? Okay. Warte mal, ich habe das hier in meinem Buch zu stehen. Okay. Ich habe hier so ein Textbuch von Kurt Pahlen. Mhm. Okay. Mal sehen, ob ich es hier sehe. Natürlich nicht. Naja, also hier steht irgendwas drin. 1937. Ja. Soll es mal eine Aufführung gegeben haben, die eigentlich bis heute die beste sein soll. Aber weiß nicht. Okay, lieber Herwig, wir haben hier uns herangetastet an ein kein leichtes Thema, was auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, logischerweise, sondern einfach nur mal vielleicht sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und ja, das ist ja schön, dass du das auch nochmal aufgezeichnet hast mit Chartres, ne? Die Verbindung zu Chartres, zum Labyrinth und natürlich auch zum ganzen Mithraskult, den ich ja auch mit dem Peter Freiherr von Lichtenstein ein bisschen anklingen habe lassen. Also da haben wir uns schon öfter hineinbeleuchtet, aber dass der Mithraskult mit der Zerstückelung von Osiris und also mit dem Thema zu tun hat, war mir so nicht bewusst. Also, nee, aber okay. diese ganzen Kulte sind ja in Ägypten mal verschmolzen worden. Es gab da eine Zeit lang, wo dieser Synkretismus herrschte. Da wurden alle diese Dinge durcheinander geschmissen. Und das erfolgte in Nordägypten, in Alexandria und Umgebung und ist dann nach Europa übergeschwappt. Und erst später wurde dann daraus das Christentum formatiert. Das ist also so ein historischer Prozess, der dauerte vielleicht 2 Jahrhunderte. Und dann kam alles durcheinander und dann wurde der Ordnung geschaffen. Aber dieses Durcheinander, das herrscht also ist historisch bedingt, ja. Okay, du, dann schließen wir damit. Wir haben Mozartwoche in Salzburg, aber das ist ja nur die eine Geschichte. Ich gehe garantiert zu keinem Konzert, aber im Geiste Mozart haben wir auf jeden Fall jetzt den Februar, den Wassermann. Wir haben ja schon den Wassermann, wir sind jetzt unter der Ägide des Wassermanns, unter dem Geist Mozarts. Das ist ein quirliger, sehr quecksilbriger Geist, der trotzdem in die Tiefe und in die Höhe geht. Also die ganze Klaviatur der Zauberflöte beherrscht quasi von ganz unten bis ganz hoch, die Flöte beherrscht. Also das war Mozart garantiert. Er ist weder oberflächlich noch ist er abgehoben, sondern es ist die ganze Verbindung, ne? Von ganz oben bis nach ganz unten. Und wo man da einsteigt, auf welcher Ebene, das kann man sich aussuchen. Ne? Also es lohnt aber ein bisschen tiefer einzusteigen, weil sonst hat man nur so ein Märchen vor sich, naja. Am Ende kriegen sie sich eben nicht. Zuerst haben sie Schwierigkeiten und dann zum Schluss kriegen sie sich doch. Aber es ist eben viel mehr drin. Genau, und ganz intuitiv kann man sich auch der Musik Mozarts öffnen. Also ich habe Mozart mein Leben lang gehört. Mein Vater hat Mozart gespielt, geübt. Mozart war derjenige, Bach, da hat er sich immer hineingefräst. Aber Mozart hat, ich kann mich noch erinnern, wie er bei uns hier auf dieser Terrasse stand, mit seiner Perücke, weil er war irgendwie, er hatte da einen Auftritt. Ne? Und dann hat er da Mozart gespielt, sah aus selber wie Mozart in dem Kostüm und hat Mozart gespielt. Und sowas hat er wirklich wie bei Pavlatschen Theater, wie beim, da hat er die Geige rausgenommen und hat dann so, und ich habe als kleines Kind das gehört und wusste, schön, wie virtuos, aber das war für ihn sozusagen, ja, das hat er so nebenbei, so spielerisch, und so, aber das Leichteste, also das Einfache mag nicht immer das Beste sein, aber das Beste ist immer einfach, also wenn das scheinbar so wie eine Volksweise klingt, wenn man Mozart spielt, dann ist da unglaublich gefinkelt ein ganzes Universum dahinter, ne? Aber ich liebe es, also Also in der Zauberflöte steckt immer auch dieses Universum. Ja. Und wer da, wie gesagt, sich veröffnen kann, der hat also vielleicht mehr Spaß daran, mehr Freude. Ja, genau. Freude darf man auch haben, genau. Gut, herrlich. Es war mir eine Freude, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat Spaß gemacht.
Wir haben uns ein bisschen verirrt im Labyrinth, das soll auch so sein, das passt zum Thema. Passt, aber ja. Ich hoffe, wir haben angeregt, was auch zum Wassermann, zum uranischen Wassermanngeist passt. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.